Was geht, Leute? Willkommen zurück hier bei Lords Mobile und willkommen zurück hier auf dem Kanal App Gaming. Ja, viele werden sich jetzt fragen, was zum Teufel macht diese komische Fresse hier? Das kann ich natürlich verstehen. Ihr wisst, dass es jetzt hier das 1000 Abonnenten-Special ist. Es hat etwas gedauert, bis ich dieses Special endlich hochgeladen habe. Und auf diesem Weg will ich mich hier mal persönlich bei allen bedanken. Keine Angst, ihr werdet jetzt natürlich nicht 2 Stunden meine Fresse sehen. Das ist jetzt nur die ersten Minuten so. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen, wie das komische Gesicht hinter der Stimme hier bei Lords Mobile aussieht. Das hier ist es. Ich will hier auch gar nicht groß um den heißen Brei reden. Ich will einfach wirklich Danke sagen an jeden, der hier an diesem Kanal teilnimmt, auch wenn hier vielleicht einige drauf sind, die mich als meine Art oder meine Passion nicht sympathisch finden und einfach nur Lords Mobile Videos gucken wollen. Ist das alles natürlich gar kein Problem. Wir sind alle gemeinsam Teil dieses Kanals. Das ist nicht nur mein Kanal. Wir sind jetzt 1000 Leute hier in der deutschen Lords Mobile Community. Wie gesagt, ich will mich da einfach bei jedem von euch bedanken und ich hoffe, dass wir noch eine lange Zeit hier zusammen auf dem Kanal machen. Ich mache das immer noch aus Spaß, auch wenn ich jetzt natürlich mittlerweile 1, 2 Euros dadurch verdiene. Aber ihr könnt mir glauben, den Aufwand, den ich hier mit dem Kanal betreibe, den werde ich nie finanziell, sag ich mal, bezahlt kriegen. Also so viel verdient man durch YouTube nicht, wenn man so einen kleinen Kanal hat wie ich. Auch wenn 1000 Abonnenten sich jetzt nach vielen Leuten anhört, ist das auch YouTube-technisch gesehen natürlich nicht sonderlich viel. Jetzt verrenne ich mich hier schon wieder. Ihr kennt das ja, ich mit meinem Geblabber. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, das möchte ich jetzt hier an der Stelle noch einmal ansprechen, wenn jeder von euch, egal aus welchem Grund, ob er mich sympathisch findet, ob er einfach nur gerne Lords Mobile Videos guckt oder ich weiß nicht, weil er gern möchte, dass die deutsche Community wächst. Ist mir egal, aus welchem Grund, aber es würde mich freuen, wenn ihr heute einfach mal diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Ich werde jetzt die nächsten Tage nichts hochladen, vielleicht am Wochenende wieder was, damit ihr Zeit habt, euch in Ruhe dieses Video anzugucken. Dieses Video besteht aus ursprünglich 5 Stunden und ich glaube 51 oder 52 Minuten, irgendwie so um den Dreh, Videomaterial. Das habe ich alles zusammengeschnitten. Deswegen hat das auch ein bisschen gedauert mit dem Hochladen. Ich hoffe, man sieht mich hier. Ich habe extra Hemd angezogen. Nein, Spaß, Leute. Deswegen hat das auch ein bisschen gedauert mit dem Hochladen. Wie viel da jetzt letztendlich bei rumgekommen ist, werdet ihr dann jetzt im Laufe des Videos sehen. Ich habe einige Sachen wirklich geschafft, die ich mir vorgenommen habe. Live kommentieren ging leider nicht, da meine Aufnahme abgeschmiert ist und deswegen ich keine Audio hatte. Aber es fällt wirklich überhaupt gar nicht auf und ich glaube, es ist sogar besser, dass ich es nicht live kommentiert habe. So konnte ich noch ein paar Sachen einbringen. Ich werde zum Beispiel jeden, der in den letzten 2 Wochen diesen Kanal kommentiert hat, also einen Kommentar unter irgendeinem Video dagelassen hat, werde ich in diesem Video im Laufe der Zeit grüßen, immer mal wieder ein paar. Dann haben wir einen Wunderkampf noch im Video drin, was ich gar nicht angekündigt hatte, aber was zum Glück noch dazu gekommen ist. Also es ist ein paar geile Sachen hier in dem Video und wie gesagt, es würde mich freuen, wenn ihr diesem Video einfach mal einen Daumen nach oben gebt. Und ansonsten melde ich mich vielleicht nochmal zum Schluss des Videos. Und jetzt viel Spaß beim Anschauen, Leute. Und nochmal vielen Dank an jeden, der diesen Kanal abonniert hat und Spaß hat, diese Videos zu sehen. Ich hoffe, das wird auch in Zukunft so sein. Haut da rein. So, Leute, ihr habt's geschafft. Ihr müsst mein Gesicht jetzt nicht mehr ertragen, sondern nur noch meine Stimme. Wir fangen ja auch direkt an, und zwar mit Umskillen. Bevor ich dann gleich darauf eingehe, was euch alles in diesem Video erwartet. Ich skille folgendermaßen um, ich skille gemischt um. Das ist jetzt so Ansichtssache, wie ihr umskillen wollt. Es kommt natürlich darauf an, was für Truppen ihr habt, wie ihr angreift und so weiter und so fort. Ich greife ja immer gemischt an, da ich gar nicht genug von einer Truppe habe, um wirklich nur jetzt, sage ich mal, mit Cavalry anzugreifen. Deswegen greife ich immer gemischt an und deswegen skille ich auch gemischt um. Aber was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, egal wie ihr skillt oder auf was ihr eure Kriegsskillung spezialisiert, ich würde an eurer Stelle immer Gruppengesundheit 2 und Gruppenverteidigung 2 voll machen. Das heißt, ihr skillt einfach bis hinten durch und dann überlegt euch weiter, was ihr macht. Ich mache dann immer Folgendes: Ich mache Infanterieangriff 3 komplett voll und Kavallerieangriff 3 komplett voll und dann den Rest haue ich in Fernkampfangriff 3 rein. So, was das für Boost gibt, sehen wir uns jetzt gleich an. Aber dazu muss ich natürlich noch sagen, dass das jetzt nicht unbedingt
ein absolutes Muss ist oder ich sage, dass es die beste Skillung ist, sondern ich habe halt für mich herausgefunden, dass es für mich am vorteilhaftesten ist, weil ich halt wirklich gemischt angreife und somit die besten Kampfberichte für mich raushole. Was ich dafür Boost habe, sind Infanterieangriff 242%, Fernkampfangriff 216% und Kavallerieangriff 223%. Ich stimme euch natürlich jetzt zu, dass da jetzt keine Einheit richtig krass geboostet wird, aber halt jede, ja, wie soll ich es ausdrücken, ausreichend, jede Einheit ausreichend, so. Ihr habt gesehen, wir haben einiges an Armeetrefferpunkten und Armeeangriff, das liegt hier dran, ich habe es geschafft, endlich mal meinen Altar anzuschmeißen und das auch noch perfekt hier zum 1000 Abonnenten Special, das freut mich natürlich sehr. Das gibt ordentlich Boost, wie ihr jetzt gerade gesehen habt. So, jetzt haue ich mal kurz raus, was ich für Einheiten hier extra für den KVK geboostet habe. Wir haben 107.000 Königsgarde, 100.000 Heckenschützen und 103.000 Königskavallerie. Also über 310.000 T3-Truppen. So viele Einheiten habt ihr hier, glaube ich, noch nie auf meinem Kanal gesehen, da ich sonst immer meine Einheiten schrotte, bevor ich mal die 300.000 erreiche, aber perfekt zum heutigen Video haben wir es geschafft, da endlich mal eine vernünftige Anzahl von Truppen hier aufzuweisen. Was euch heute erwartet, ist folgendermaßen, Leute. Ich habe viele Sachen aus diesem insgesamt 5 Stunden 40 Minuten oder 5 Stunden 50 Minuten Video zusammengeschnitten. Ihr müsst euch ja allein überlegen, diese 5 Stunden 50 Minuten muss ich mir auch angesehen haben, bevor ich schneiden kann. Also könnt ihr euch schon vorstellen, wie lange ich hier an diesem Video bereits sitze. Wir werden heute einen Wunderkampf haben, der wird sogar ziemlich lange gehen, den habe ich auch nicht so krass beschleunigt, damit wir uns den in Ruhe anschauen können. Wann der kommt, sage ich euch natürlich nicht, da müsst ihr euch das Video angucken. Dann werden wir natürlich uns am Ende die Kampfberichte reinziehen, wir werden uns noch ein paar von euren Kampfberichten einziehen. Ich werde jeden grüßen, der in den letzten 2 Wochen meinen Kanal hier kommentiert hat. Das werde ich immer verteilt machen, immer so 5 Stück mir rauspicken und die dann halt verteilt auf das Video immer mal grüßen. Das heißt, wenn ihr jetzt am Anfang nicht genannt werdet, in den nächsten 10 Minuten kann das sein, dass ihr am Ende genannt werdet. Aber wenn ihr in den letzten 2 Wochen meinen Kanal kommentiert habt, werde ich euch natürlich grüßen. Das ist so eine kleine Entschädigung dafür, dass ich hier eure Nachrichten nicht beantworten konnte live in dem Video, da meine Audioaufnahme abgeschmiert ist, da ich nicht wusste, dass man... Ja, ich habe es halt noch nie gemacht, ne Leute, dass man so lange keine Audiodatei aufnehmen kann. Das heißt, nach 1 Stunde hat sie sich einfach automatisch von der App her beendet und ich konnte halt die Audio nicht weiter aufnehmen. Aber das ist auch eigentlich egal, denn so wichtig ist das gar nicht, dass ich das hier nicht live kommentieren konnte. Das werdet ihr im Laufe des Videos merken. Das schadet dem Video überhaupt nicht. Im Gegenteil, so kann ich konzentrierter auf manche Sachen eingehen und hier sind nicht so viele Sprachpausen drin. Was werden wir noch machen? Ich habe, glaube ich, schon gesagt, dass wir ein Level 4 Monster killen werden, oder? Eins von den neuen, das heißt diese Gezeiten, habe ich extra noch in dem Video jetzt hier reingeschnitten. Natürlich extrem beschleunigt, weil so ein Level 4 Monster töten, das dauert einiges. Ich glaube, ich habe das mit mal 4 beschleunigt. Wenn ihr irgendwas in dem Video, weil es zu stark beschleunigt ist, nicht sofort erkennt, spult einfach nochmal zurück oder macht mal Pause kurz, denn ich musste manche Sachen wirklich beschleunigen. Die wirklich krassen Sachen wie den Wunderkampf habe ich natürlich jetzt nicht extrem beschleunigt, so dass wir uns das in Ruhe angucken können, aber wenn ich jetzt hier nicht ein paar Sachen rausgeschnitten hätte oder die nicht beschleunigt hätte, Leute, dann wäre das Video einfach endlos lange geworden und ich hätte wahrscheinlich 19 Wochen gebraucht, um das hochzuladen, um jetzt mal ein bisschen hier zu übertreiben. Wir werden auch ein kleines Kisten-Opening machen, ich kann es gar nicht sagen, also es ist einfach, dass wir werden ein paar Hives angreifen mit Leuten aus meiner Gilde, das Video ist einfach rappelvoll, ihr seht schon, unsere Gegner sind Königreich 10 und Königreich 12. Ob das gut oder schlecht ist, werden wir dann am Ende sehen. Ich kann nur so viel sagen, eines dieser Königreiche war ziemlich tot. Darauf werde ich dann auch hier im Laufe des Videos gleich eingehen. Was machen wir jetzt hier direkt in der ersten Szene? Wir spionieren erstmal ein paar Leute und werden dann gleich hier, ihr seht schon, wir haben hier die ersten 152 T3 als Gegner. Den werden wir uns natürlich schön snacken. 39 Millionen Macht hat der. Das sind jetzt hier erstmal die Jungs aus der Zuflucht holen. Das ist hier immer die Aufstellung, die ich benutze. Meine Heldenaufstellung für den Angriff. So, wie viele T3 packen wir rein? 285.000 T3 und den Rest machen wir dann T1-Truppen. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie es mir berichtet wurde, dass jetzt wirklich nur die T1 sterben und die T3 dann verletzt sind. Das ist natürlich das, was man sich als Ziel setzt, wenn man da so ein paar T1 mitschickt. Wir sind hier noch ein bisschen am Rumschauen.
So, jetzt haben wir gleich den Impact. Was hat das bewirkt? So, wir haben direkt den Anführer geschnappt. Das ist natürlich richtig geil. Oh, und ihn 70.000 Tote direkt reingedrückt. Das ist ein schöner KVK-Beginn, würde ich sagen, für ihn. Oh mein Gott. Und es funktioniert. Es sind bei mir nur Fußsoldaten gestorben. 5.000 an der Zahl. Das tut überhaupt nicht weh. Die kann man in 4 Stunden wieder neu bauen. Also das ist wirklich geil. Und jetzt haben wir 189% Armeeangriff. Ihr habt es gerade gesehen. Ich habe das nochmal kontrolliert, weil ich mir halt nicht sicher war, ob der Gefängnisboost dann auch noch auf den Altarboost draufgerechnet wird. Aber wird. Das heißt, wir haben jetzt hier einmal 28%, glaube ich, durch den Altar. Und nochmal 23% jetzt hier durch den gefangenen Held, den wir direkt mit dem ersten Angriff bekommen haben, was ich auch sehr geil finde. Und das macht dann natürlich einen schönen Armeeangriffsboost. Hoffentlich behalten wir den Held schön lange, damit wir hier richtig geile Kampfberichte raushauen können. Der hat 99 Millionen, das ist natürlich ein bisschen viel jetzt hier für den Anfang für mich. Gegenspionage, hier ist nichts. Dann springen wir einfach mal direkt in die nächste Szene. Und diese Szene ist wirklich jetzt sehr wichtig. Die habe ich auch extrem beschleunigt, damit wir uns das hier einfach nur mal kurz angucken können. Und zwar K12 an jede deutsche Gilde, die in Königreich 12 sind. Leute, ihr müsst nicht nach K60 kommen oder so, aber ich kann euch wirklich nur empfehlen, das Königreich zu wechseln, weil euer Königreich ist ja einfach nur tot. Guckt euch das mal an. Ich war jetzt an jedem Wunder einmal rum. Ich bin dann auch noch so ein bisschen so auf die Karte zufällig geklickt. Ich habe nirgendwo einen krassen Hive gefunden, außer jetzt diesen einen hier oben. Es ist einfach, für mich ist es wirklich ein totes Königreich, Leute. Es ist so, als wenn da nur 5 Leute aktiv sind. So kam es mir vor. Ihr seht das ja gerade im Hintergrund. Ich habe das extra mal hier reingeschnitten. Entweder ich habe jetzt alle 7 Wunder, also das große und die 6 kleinen, angeguckt. Und es war an dem Wunder nur ein kompletter Hive. Sagt immer ein Königreich, wo das so ist. Normalerweise sind am großen Wunder oder an irgendwelchen Festen immer irgendwelche Hives. Hier hatten entweder alle Schild oder es gab erst gar keine Hives. Also das war wirklich ein richtig ekliger Gegner für ein KVK. Man konnte wirklich nichts machen. Ich meine, die 10, außer diese eine jetzt, um euch zu beweisen, dass das Königreich 12 tot ist. Ansonsten habe ich natürlich alle 10 rausgeschnitten, wo ich jetzt einfach nur im Rumporten war und das Königreich 12 spioniert habe. Ihr seht hier schon, ihr habt meine Gilde schon einiges angezündet. Richtig krass. Hier machen wir nochmal ein bisschen weiter, um das mal zu verdeutlichen. Es ist aber wirklich echt extrem. K12 ist einfach tot, Leute. Also wenn ihr eine deutsche Gilde seid, die ja sich aufbauen will und keine Lust auf Krieg hat, da kann ich euch, glaube ich, sogar K12 empfehlen. Jetzt werden natürlich einige sagen, die in K12 sind, ja, aber wir haben da eine Herrschergilde, so, die macht das und das. Ja, aber Leute, das ist überall. Aber generell ist K12 wirklich tot. Also ich habe bestimmt in der ersten Stunde, ich war ja schon direkt um 7 Uhr online, also direkt als der KVK begonnen hat. Die ersten 10 hier sind auch direkt von Anfang des KVKs. Und ich habe bestimmt von 7 bis 8 war ich im Königreich 12 und ich habe bestimmt 100 Leute ungelogen in der Zeit spioniert. Und von diesen 100 Leuten, und das ist wirklich kein Scherz, Leute, hatten vielleicht 6 Truppen. Also von 100 Leuten hatten 6 Leute Truppen. Und davon waren, glaube ich, 3 richtig starke, die ich nicht angreifen konnte. Also da hatte ich dann echt die Faxen dicke vom Königreich 12. Aber wie gesagt, das soll hier nur am Rande gewesen sein, damit ihr immer seht, wie tot das Königreich 12 war. Jetzt gucken, was haben wir denn hier schönes? Ein Handelsschiff, das können wir auch mal eben machen. Keine Beschleuniger, aber ich feiere das immer richtig, wenn ich so 4-8 Stunden Beschleuniger habe und dafür, was weiß ich, 6 Millionen Erz geben muss. Einfach mal so direkt 32 Stunden beschleunigen können, nur durch das Handelsschiff. Sowas feiere ich immer richtig, aber hier sind jetzt leider nur Ressourcen drin gewesen. Ihr seht schon, jetzt haben wir wieder hier so ein bisschen Normalgeschwindigkeit. Ich passe das wirklich alles immer an, so dass wir die Szenen, wo ich nur einmal kurz was zeigen will, die aber eigentlich jetzt nicht so mega interessant sind, dass wir uns da nicht so lange mit beschäftigen. Jetzt kommen wir hier zu so einem interessanten Teil, und zwar zu dem guten Herrn Demonic Daddy. Das habe ich extra nicht beschleunigt, weil der wird jetzt hier, ja, eine schöne Szene zum 1000 Abonnenten Special beitragen. Der gute, wie heißt er jetzt hier nochmal? Ich glaube,
Demonic Daddy wird nämlich gleich den guten King Krüger hier angreifen. Und dann wird ihm das... Ja, wir schauen mal, was da passiert. Ihr seht, der holt gerade seine Truppen zurück. Ich habe natürlich mir gedacht, was mache ich jetzt? Eigentlich wollte ich weiter porten, weil hier gab es nichts Schönes anzugreifen. Aber dann habe ich mir überlegt, warte mal, Marcel. Der holt gerade seine Truppen zurück. Vielleicht macht er ja was Dummes. Warte einfach mal. Das, ihr seht schon, ich habe hier auch nicht viel mit dem Bildschirm rumgeschwenkt, sondern ich sehe mir das alles in Ruhe an und dann schauen wir mal, was der gute Demonic Daddy da zustande bringt. Wir warten jetzt hier und schauen uns an, dass seine letzten Truppen hier endlich zurückkommen. Und dann hoffen wir mal auf eine gute Show-Einlage von dem guten Demonic Daddy. Kommt da jetzt was? Ja, natürlich kommt da was. Und der Gute marschiert mit genau 300.000 Truppen auf uns drauf. Übrigens auch mit der Taktik, Fußsoldaten vorzuschicken. Jetzt weiß man übrigens auch, wenn ich jetzt Aufstellung geforscht hätte, wüsste ich, dass er mit Infanterie angreift, also mit einer Infanterieaufstellung, denn er hatte Fußsoldaten dabei, die natürlich seine Truppen schützen sollten. Das heißt, die müssen auch als erstes angreifen. Das heißt, daran konnte man sehen, mit welcher Aufstellung er angreift, wenn er schlau ist. Wir gucken mal, ob das jetzt gleich auch der Fall ist. Man sieht das ja dann im Kampfbericht. Auf jeden Fall greift er mich hier mit 200.000 Truppen an. Er übrigens hat über 80 Millionen Macht, also ist schon ein Stück stärker als ich. Und dann wird uns der Gute gleich eine Nachricht schreiben. Machen hier noch ein bisschen die Mauer hoch, damit er sich auch wirklich richtig schön wehtut. Hier zu Anfang des KVKs. In 6 Sekunden ist er da. Und dann schauen wir uns die Sache mal an. Aber coole Helden hat er, die hätte ich auch gerne. 4 auf Gold. So, was haben wir jetzt hier Schönes? Wir haben, ja, wie gesagt, mit Infanterie angegriffen. Hätte ich Kavallerie-Reihe, wäre der Kampfbericht nochmal viel, viel geiler gewesen. Aber ich habe es halt noch nicht geforscht. Hat sich hier mal eben 47.000 Tote abgeholt. Und was macht der Gute dann? Der will das dann so hinstellen, als wenn er uns beiden Punkte geben will, weißt du? Das werdet ihr nämlich jetzt gleich sehen. Der hat mir nämlich dann auch noch eine Nachricht geschrieben. Ich hoffe, ich zeige es dir eben in dem Video. Wo er fragt, wie viele Punkte ich noch brauche. Die hat er aber komischerweise erst geschrieben, nachdem er mich angegriffen hatte. So nach dem Motto, ja, das war kein Versehen. Ist mir klar, dass der Kampfbericht scheiße war, aber eigentlich wollte ich uns beiden nur Punkte geben. So richtiges Schlitzohr, wisst ihr? Das war nämlich nie im Leben seine Absicht. Dem war das einfach nur peinlich, seinen Kampfbericht danach zu sehen. Der hätte das nicht gedacht, dass er so krass verkackt. Ich hoffe, ich zeige das jetzt gleich noch. Ich muss hier eben noch mal kurz die Truppen heilen. Denn ich hatte da zu dem Zeitpunkt noch die Hoffnung, dass der nochmal drauf rennt. Aber hat er leider nicht gemacht. Lassen die 2 Minuten jetzt hier auslaufen. Und ihr seht schon, von 13 Nachrichten ist das jetzt hier auf 14 hochgegangen. Jetzt hat er nur noch 81,8 Millionen Macht oder wie viel das auch immer waren. Und jetzt guckt ihr, was sie geschrieben haben. Wie viele Punkte brauchst du noch? Ja, ja, ist klar, Demoniac Daddy. Du hast mich nur wegen den Punkten angegriffen. Deswegen, ne? Ist klar. Du hast aber komischerweise fast keine Punkte gemacht, sondern mir nur Punkte geschenkt. Das ist hier der Richtige, weißt du? Richtig einen Angriff verkacken und dann versuchen, es so aussehen zu lassen, als wär das mit Absicht gewesen. Ja klar, er hat sich mit Absicht 50.000 Tote fast abgeholt. Das glauben wir natürlich dir, Demoniac Daddy. So, wir springen auch direkt jetzt hier zur nächsten Szene. Und zwar werden wir ein richtig schön Solo angreifen. Hier der Typ mit 210.000 Truppen, das wird uns natürlich auch ein bisschen wehtun, aber es ist hier 1000 Abonnenten-Special, Leute, und ich will angreifen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ich greife jetzt hier wieder hauptsächlich mit Kavallerie an, da er etwas mehr Inf hatte, so wie ich das gesehen habe. Jetzt hauen wir hier wieder ein paar Fußsoldaten rein, diesmal ein bisschen weniger. Und zack, geht die Luzi. Mal gucken, was wir da für einen Kampfbericht raushauen. Schauen wir uns das nochmal an. Anführer hat er in der Zuflucht. Okay. Hat selber noch nicht das allerkrasseste Angriffsset jetzt hier. Hat noch Bautempo drin. Oder er hat halt Kavallerie geboostet. Diese Reifen mit dem Bautempo, die bringen natürlich auch was für Kavallerie. Schauen wir uns mal an, was das jetzt gibt, ne? Ja, aber kann sich sehen lassen, oder Leute? Hier 280.000 Macht nur verloren
Die 8000 Tote sind zum größten Teil T1. Schauen wir uns das mal an. Die sind sogar nur T1. Und wir einfach mal direkt über 4 Millionen Macht ihn abgeschossen, wollte ich schon sagen. Jetzt haben wir das Solo-Event auch schon geschafft. Wie gesagt, richtig viele Punkte werde ich hier bei diesem KVK nicht reißen, da ich nach dem Wunderkampf, das werdet ihr dann im Laufe des Videos sehen, wirklich ziemlich am Arsch war. Oh, das ist aber falsch hier. Ah ne, ist doch richtig. Ich dachte, ich hätte den Gauner mitgenommen. Wir machen den jetzt natürlich leer, auch wenn er nicht mehr viele Truppen hat. Aber trotzdem, ein Angriff geht da noch drauf. Wir haben es wirklich fast geschafft, mit einem Angriff die 210.000 Truppen direkt kaputt zu machen. Das wäre richtig geil gewesen. Was ist da denn los? Hier ist auch schon alles am Brennen. Meine Jungs sind ganz schön fleißig. 16.000 hatte er jetzt noch. Schade, dass er sein Held nicht draußen hatte. Aber naja, so ist das. Jetzt müssen wir gleich wieder ein paar Truppen heilen. Meine Burg feiert sich selber. Jetzt sind wir hier gleich bei den SHU-Gegnern. Ne, CHU. Mit ein paar Gildenmitgliedern zusammen. Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Ich habe jetzt hier nochmal ein paar Felder spioniert, in der Hoffnung, dass ich da auch ein paar Kills machen kann. Ihr wisst ja, im KVK ist alles erlaubt, da greift man auch Felder an. Der hatte jetzt hier einiges. Hoffen wir mal, dass er das nicht zurückzieht. Hier haben wir auch nochmal ein Level 3 Feld. Mal gucken, was da drin ist. Ja, 17.000 lohnt sich jetzt nicht wirklich. Die 42.000 da oben nehme ich natürlich mit, aber für 17.000 laufe ich jetzt keine 3 Minuten. Komm schon. Ja, lauft, Jungs. Lauft. Komm schon, komm schon. Und? Ey, du kleiner Gauner, du. Bleib doch drin. Du kriegst auch ein paar Punkte. Sei doch nicht so. Mit deiner scheiß Feldersammlerei da. Ansonsten, hier auch alles Schild oder es brennt schon. Also K12, ehrlich. Da bin ich echt am Anfang erstmal verzweifelt. Zum Schluss werdet ihr dann auch am Ende des Videos sehen, war ich wirklich sehr zufrieden mit dem KVK. Aber am Anfang, die ersten anderthalb Stunden, als ich da in Königreich 12 war, da hatte ich echt Schweißperlen auf dem Stirn. Ich dachte mir, ey, du willst doch hier ein 1000 Abonnenten-Special aufnehmen für deine Community. Und was machst du hier? Du bist hier nur am Rumspionieren und siehst leere Burgen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin da echt verzweifelt. Ich habe mir schon überlegt, was ich für ein Video mache, wo ich ankündige, dass das 1000 Abonnenten-Special noch dauert, weil ich am KVK nichts hingekriegt habe. Zum Glück musste ich mir da keine Ausrede einfallen lassen, sondern ich habe wirklich hier noch, wie ich finde, ein wirklich geiles Video zusammengestellt. Und jetzt sind wir gleich hier, wie angekündigt, am Hive von CHU und werden da einen rallyen. Ich werde hier direkt vor der Stirn hinporten. Mal gucken, was wir hier so als Gegner haben. Der hat jetzt hier 300.000 Truppen. Und nochmal Unterstützung und nochmal was in der Zuflucht. Vielleicht ist er ja dumm genug und holt die raus. Also der hat auch einiges an Truppen am Start. Schönes Ding. Hier greifen Deutsche an, aber wie gesagt, ist ja KVK. Da ist alles erlaubt. Als erstes hier erstmal eine Rallye auf den 38 Mio-Typen hier, ist jetzt nichts Wildes, aber wenn er seine Leute aus der Zuflucht holt, dann mit seiner Verstärkung zusammen, sind das dann insgesamt, glaube ich, 650.000 oder knapp 700.000 Truppen. Da will ich jetzt nicht unbedingt solo reinrennen, ich denke mal, das versteht jeder hier. Deswegen machen wir darauf lieber eine Truppensammlung und man sieht, da sind auch noch gerade ein paar rote Pfeile auf ihn am Zulaufen. Entweder der kriegt gerade Verstärkung oder der holt ein paar Truppen zurück. Was das für Kampfberichte bei dem CHU-Clan waren, werdet ihr am Ende des Videos sehen. Wie gesagt, ich zeige nicht jeden Kampfbericht, die meisten schon. Jetzt schauen wir uns hier erstmal an, wie wir den Level 4 gezeigten Ogre hässlichen Keulentypen besiegt haben. Ich habe jetzt hier erstmal am Anfang mit Teams rumprobiert, weil ich natürlich ein Team brauche, was auch wirklich hier überlebt. Beim Level 4 Monster kann man nicht, außer man natürlich, man hat alle Helden auf Gold,
dann hört mir nicht zu, was ich jetzt sage. Aber wenn das nicht so ist, wenn ihr so wie ich bei den Helden noch einiges nachzuholen habt, dann müsst ihr natürlich als erste Priorität nehmen, dass bei euren Angriffen auf so ein Level 4 Viech eure Helden erstmal überleben. Dann ist es erstmal egal, ob es sinnvoll ist, bei dem Level 4 Viech Magier zu schicken oder Tanks oder Leute, die physischen Schaden machen. Solche Gedanken könnt ihr erstmal ausblenden, denn wenn eure, jetzt hier für den Ogre speziell, weiß jeder, da sind Magiehelden gut. Nur wenn meine Magiehelden nach 5 Sekunden tot sind, dann bringt es auch nicht, dass sie gut gegen den sind, denn wenn sie tot sind, machen sie keinen Schaden mehr. Deswegen müsst ihr solche Gedanken erstmal ausblenden und euch erstmal ein Team suchen, was überhaupt ja überlebt. So, wir schauen uns hier natürlich erstmal auch immer die Belohnungen an. Ich habe noch, jetzt fehlt mir gerade ein, Leute, ich habe noch keinen einzigen gegrüßt hier. Und ich habe noch über 60 Leute hier zu grüßen. Wir fangen jetzt hier erstmal ein paar an, Leute zu grüßen. Wie gesagt, wenn das Video zu schnell beschleunigt ist, haltet kurz an, seht euch die Belohnung nochmal an, die ich hier bekomme. Ansonsten, ja, genießt es einfach, wie wir hier nach und nach den Level 4 Ogre, ich nenne ihn einfach Ogre, weil Gezeiten, okay, Gezeiten-Titan, kann man sich eigentlich doch gut merken. Also sage ich einfach Titan, wie wir den Level 4 Titan hier besiegen. So, die ersten, die ich grüßen will, sind einmal der Lord Reich, Sebastian Rivola, Retaron, Laver Tobias und Maxim Leon Richter. Vielen Dank, dass ihr meine Videos kommentiert. Ich hoffe, ihr habt auch in Zukunft Spaß hier, diese Videos anzuschauen. Ich hau mal auch direkt die nächsten 5 raus. Justus, Creador, Slowly, David, Jonas Rahm, Zerberster 9000, cooler Name. Und Pommes Kanal, auch ein sehr aktiver hier auf unserem Kanal. Vielen Dank auf jeden Fall immer für eure Kommentare, für eure Likes. Auch wenn ihr euch nur das Video anschaut und nichts macht, nicht kommentiert, liked, wie gesagt, vielen Dank auf jeden Fall. So, wir haben jetzt gleich die ersten 10% hier geschafft. Boah, das hat mich so viel Energie gekostet. Aber ihr habt schon gesehen, ich habe schon die ersten 2 lilanen Teile bekommen. Waren natürlich keine seltenen, aber trotzdem, lila ist schon was Feines. Wobei ich jetzt sagen muss, dass ich das Free-to-Play-Teil von dem Gezeiten-Titan jetzt nicht so geil finde. Klar, die Pay-Sachen, also wo man diese Perle braucht, die sind auf jeden Fall geil. Aber diese 8%, ich weiß gerade gar nicht, es gibt auf jeden Fall 2 Einheiten, werden mit 8% jeweils geboostet. Ja, das ist jetzt nicht das Wahre. Also auf Gold, also es muss schon mindestens auf Gold sein, sonst lohnt sich dieses Free-to-Play-Teil überhaupt nicht. Da würde ich lieber dieses Inselrelik nehmen, was dann auch nochmal Armeetrefferpunkte gibt und auch Free-to-Play mit ganz normalen Sachen aus Feldern zu schmieden ist. Aber ansonsten haut mich dieses Teil hier von den Gezeiten-Titanen nicht um. Wie gesagt, die Pay-Sachen sind wieder was anderes, die sind natürlich richtig geil. So, jetzt sind wir hier bei 87%. Danke auf jeden Fall an Borghul, der hier geholfen hat, an Riddick. Dann, wer macht da noch mit? Muss ich mal hier kurz aufpassen, wer da noch mit angreift, damit ich hier niemanden vergesse. So, Satze, ich hoffe, ich sprich's falsch raus, sorry Bro. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du auch daran teilnimmst und hier ein bisschen hilfst mir, in diesem Video ein Level 4 Monster zu töten. Ein Level 4 Gezeiten-Titan. Ich werde euch dann am Ende auch nochmal ein Video einblenden, was jemand so aus der Kiste bekommen hat, denn unsere Gilde bekommt ja dann eine epische Kiste, wenn wir den gekillt haben. Und ja, da hat jemand eine geile Sache rausbekommen. Die werde ich euch dann mit einem Foto hier am Ende dieses Teils einblenden, also wenn wir hier mit dem Monster fertig sind. Und dann geht es natürlich auch gleich direkt weiter mit einem krassen Hive-Angriff. Oder wir machen erstmal dann gleich ein kurzes Kisten-Opening. Wir werden es sehen. Oh, 2 Goldtruhen haben wir da. Die werden wir gleich natürlich auch öffnen. Es geht hier echt richtig ab, oder Leute? Ich hoffe, das ist nicht zu schnell beschleunigt, aber ansonsten wäre das, denke ich, zu langweilig geworden. Euch interessiert ja hier dran eigentlich nur, was da so immer so die Schläge für einen Schaden machen, was ich so als Belohnung kriege und was dann hinterher in der Kiste drin ist. Ich denke mal, das interessiert einen so am meisten hier bei diesen Angriff auf so ein Monster, deswegen habe ich den Rest einfach krass beschleunigt. Aber das wird schon passen, denke ich. So, dann fange ich mal an, hier weiter Leute zu grüßen, sonst werde ich hier in dem Video gar nicht fertig. Ich grüße einmal den Christian Born, den Nikolas Hohlfeld, den Patrick Schmidt, den Yu Hin und einen alten Kollegen von mir, der das Spiel, glaube ich, mittlerweile nicht mehr spielt. Zumindest hat er das mal angekündigt gehabt.
den guten alten Wolf. Der wirklich, seit DHN-Zeiten kenne ich den hier. Also, ja, schon fast ein Jahr. Dadurch nur, dass ich dieses Spiel spiele, kenne ich diesen Herrn Wolf. Und wirklich vielen Dank, auch wenn du jetzt vielleicht nicht mehr spielst, für die Zeit hier mit uns auf dem Kanal. Oh, ein blaues Teil, auch nicht schlecht. Der Borgul macht mittlerweile fast 1% Schaden. Jetzt haben wir jetzt hier zwei lilane, zwei blaue, zwei grüne. Also hier könnte ich schon bis auf lila gehen. Leider fehlen mir von den anderen Teilen noch einiges. Naja, kann man nichts machen, würde ich sagen. 10.000 Energie, das ist auch das nächste, was ich forschen werde. Sobald ich dann endlich demnächst T4 habe. Mein Altar geht jetzt übrigens diese Woche noch auf 24. Das heißt, dann fehlt wirklich nur noch eine Stufe und dann kann ich endlich mit T4 weitermachen. Denn was viele momentan nicht wissen, ich kann momentan gar nicht mehr weiterforschen. Ich habe nämlich bei Wirtschaft alles auf 9. Die Sachen, die ich jetzt weiterforsche, die müsste ich dann Akademie auf 25 haben. Und dafür muss ich erstmal meinen Altar auf 25 machen. Das heißt, bei Wirtschaft kann ich schon mal nichts weiterforschen. Und bei Militär habe ich auch die Sachen, die ich 10 machen konnte, schon auf 10. Und alles andere ist halt 9. Und die Sachen, die ich jetzt noch auf 10 machen muss, dafür brauche ich auch jeweils die Akademie auf 25 und Altar 25. Deswegen kann ich momentan gar nicht weiter für T4 forschen. Das ist aber kein Problem, denn ich bin daran, jetzt die Reihen zu forschen. Das heißt, ich kann euch dann demnächst etwas variablere Angriffe zeigen. Hier Truppensammlungen, da ich jetzt auch Fernkampfreihe und Kavalleriereihe geforscht habe. Und wie gesagt, mein Altar ist jetzt schon diese Woche dann auf 24. Dann fehlen mir noch 45.000 Kristalle. Die werde ich schon durch die Schatzgrube und durch das Kolosseum und durch die Gildenkisten und Angriffe auf Monster, werde ich die schon irgendwie zusammenkratzen. Und dann ist mein Altar endlich auf 25. Dann habe ich es auch geschafft. Und dann werden einfach nur noch alle Kristalle und alle Beschleuniger in die letzten Militärsforschungen reingeboostet. Und dann geht's los, Leute. Dann ist T4 in Sicht. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, nachdem ich das dann gemacht habe, werde ich Monsterjagd komplett erstmal voll forschen, damit ich für euch hier mal so ein Level 5 Monster mit meiner Gilde zusammen, falls das dann auch schon jemand geforscht hat, killen kann. Ansonsten werde ich einfach so viel Energie sparen, dass ich selber ein Level 5 Monster killen kann. Aber das ist alles natürlich noch Zukunftsvisionen. So, bis jetzt geht's eigentlich so. Am Anfang hatten wir 2 8-Stunden-Beschleuniger, dann haben wir die 2 lila Teile bekommen. Das waren natürlich schon geile Sachen. Aber ansonsten habe ich jetzt hier noch keine richtig fetten Belohnungen bekommen hier bei dem Level 4 Angriff. Da hatte ich schon auf jeden Fall bessere. Wobei die 2 8-Stunden-Beschleuniger am Anfang schon nicht schlecht sind. Und die 2 lila Teile nehme ich natürlich auch gerne. Oh, Borgo, schon 1,22% jetzt hier am Start. Ihr seht schon, ich habe ein bisschen ab und zu im Chat daran gezweifelt, dass wir das schaffen. Ich werde jetzt hier ein bisschen beschleunigen. Mein Teil rausgeschnitten. Oh, schon wieder 2 lila Teile. Jetzt kann ich das schon auf Gold machen. Sind jetzt nur noch zum Glück 40%. Die werden jetzt natürlich immer schneller gehen, da wir auch immer mehr Schaden machen. Jetzt sind wir bei 44%. Wir werden es auf jeden Fall schaffen, auch wenn ich gerade im Chat ein bisschen verzweifelt bin. Ich dachte wirklich, ich mache da mehr Schaden, Leute. Aber dieser Gezeiten-Titan, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Vielleicht bin ich einfach nur zu blöd, ein Team zu finden, aber ich mache bei dem nicht wirklich viel Schaden. Der ist echt krass. 42% noch, komm schon. Gas geben. Also ihr seht schon, ihr seid mir wahrscheinlich dankbar, dass ich dieses Video, also diesen Video teilt jetzt hier, wo wir das Level 4 Monster, ich bin immer noch am Verzweifeln im Chat, wo wir das Level 4 Monster killen, ein bisschen beschleunigt habe. Ansonsten wäre das zu langweilig geworden. So könnt ihr euch immer schön alle paar Sekunden die Belohnungen reinziehen. Immer schnell. Jetzt sind wir schon bei 319% Schaden. Ich glaube, mehr geht auch nicht. Mehr habe ich noch nicht geforscht. Und immer schön reinziehen, wie viel Schaden wir machen. Und müsst da jetzt nicht immer 2 Minuten warten, bis ich auf dieses Viech drauf gerannt bin. Oder 1 Minute 30, wie lange das auch immer gedauert hat. Jetzt sind wir nur bei 32%. Ich grüße mal schon mal die Nächsten, damit wir da auch hinterherkommen. Denn gleich werden wir noch Wunderkampf haben und einen krassen Angriff auf einen Hive. Das heißt, ich werde da wahrscheinlich gar nicht zu kommen dann. Deswegen mache ich ja hier weiter. Ich grüße den Silent Chini, der ist ja auch bei mir in der Gilde. Dann den Lord Potter, den Sub-Zero,
den Warrior Gamer und Hate the Hate. Oh, 500 Kristalle haben wir hier gegönnt. Schöne Grüße auch ebenfalls an euch. Danke für eure Kommentare. 26%, komm schon. Mach den platt jetzt hier. Ich will den nicht mehr sehen. Wäre echt geil, wenn mein Monsterjagd-Set so gut wäre und ich ein paar, ja, Reisetempo-Juwelen da drauf packen würde, dass meine Heldenteam wirklich so schnell läuft. Das wäre natürlich was Feines. Boah, wenn ich schon sehe, wie viel Energie ich dafür geopfert habe, Leute. Mann, so ekelhaft. Und dann keine Perle bekommen. Ich hatte so Hoffnung, dass ich zwei blaue oder zwei lilane Perlen kriege und was richtig Geiles schmieden kann. Ey, ich habe nicht mal eine gewöhnliche bekommen. Mann, 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 ey. Ein Zufallsverleger, ja, super, Leute. Wobei ich wirklich Zufallsverleger nicht mehr so krass scheiße finde, denn die gehen mir wirklich langsam aus hier. Also, ich bin jetzt mittlerweile richtig froh, wenn ich zwei Zufallsverleger in so einer Kiste sehe, weil ich weiß so, beim nächsten KVK hast du wieder ein paar Zufallsverleger. Oder wenn du mal ein paar Kills hier im Königreich machen musst, oh, ein Verleger und nochmal zwei Lerneteile. Das war ein geiler Angriff. Und wenn du dann mal wieder ein paar Kills hier im Königreich K60 machen willst, dann kannst du ein bisschen mit Zufallsverleger rumporten. Deswegen also Zufallsverleger, da bin ich echt mittlerweile ein Fan von. Aber bei so einem Level 4 Angriff hier hätte ich schon gern was anderes als einen Zufallsverleger. So 7%, Leute, wir haben es gleich geschafft. Ihr habt es gleich geschafft hier. 200. Ah, Labyrinth werden wir auch noch machen, Leute. Das habe ich ganz vergessen am Anfang anzukündigen. Oh Mann, was wir alles noch machen werden hier. Wir werden natürlich auch im Labyrinth angreifen. Das habe ich doch angekündigt. 12.000 heilige Sterne. Mein Gott. Zack, 3%, 1%. Die letzten 28%. Jetzt müsste jemand hinporten und 10 klauen. Und wir haben es geschafft. Was habe ich drin? Ein 8-Stunden-Schild. Aber ihr seht es, ich habe es eingeblendet gehabt. Jemand aus meiner Gilde hatte eine lila Perle drin. Richtig geil einfach nur. So, und gerade habe ich noch davon gesprochen. Dann würde ich mal sagen, machen wir das dann auch gleich direkt, ne? Machen jetzt hier erstmal ein kleines Kistenopening. Die Kisten haben wir... Oh, Entschuldigung, Freunde. Die Kisten haben wir hier zu öffnen. Heldenkisten jucken uns nicht. Wir wollen da unten zu den Schneebestienkisten. Und natürlich zu den Champions-Kisten. Vielleicht haben wir Glück und wir kriegen was Geiles. Noch kann ich nicht ein einziges Champions-Teil schmieden. Aber ich habe schon wirklich viele Teile. Mir fehlt nur noch dieses seltene Teil. Wenn ich mal so ein... Zwei ungewöhnliche, also zwei grüne von diesen seltenen Teilen in so eine Champions-Truhe kriegen würde, dann könnte ich schon was vom Champions-Set schmieden, obwohl ich nicht einmal das gekauft habe. Das wäre natürlich... sehr geil. So, was haben wir hier für Materialien? Seltenes Platin, kann man immer gebrauchen, für die Inselreliquie. Mit denen ich natürlich auch angreife. Was haben wir hier drin in der epischen? Ja, epischer Pelz. Alles Bullshit, brauche ich nicht. Nicht mal jetzt einmal Platin hier, das ist ein bisschen bitter. So. Eisdrachentruhe. Ungewöhnliche Eisdrachenklaue. Ja. Haut mich nicht um. Was machen wir jetzt auf? Juwelentruhe. Ja, Fernkampfangriffsjuwelen nehme ich gerne. Kavallerieverteidigung kann man auch noch gebrauchen. Was haben wir hier drin? Ja, eine gewöhnliche Festglocke. Da beschwere ich mich natürlich nicht. Eine schon mal wieder mehr. Wir kommen den Winterhandschuhen immer näher. Es dauert halt aber noch ein bisschen. Ja, leider kein... seltenes Teil, aber dafür hier ein ungewöhnliches. Kann ich natürlich nicht aussprechen, wie das heißt. Aber ihr wisst Bescheid. So, hier haben wir auch noch einiges zu öffnen. Dann machen wir das natürlich auch direkt. Wir öffnen hier einfach mal alle zusammen und gehen das mal durch. Und immer wenn ich was speziell richtig Geiles sehe, schreie ich einfach auf. Ja, ihr bemerkt, ich habe noch nicht einmal geschrien. Hallo? Da hätte ich aber schon gern ein bisschen mehr. Was ist denn mal hier mit ein paar Kristallen oder fetten Beschleunigern? Ja, okay, 100 Kristalle sind nicht verkehrt. Flügelstiefel nimmt man auch immer gerne. Was haben wir noch hier? 3 Stunden... Ja, 400 Kristalle durch seltenen Höllenerzug. 3 Stunden Beschleuniger. Ja, jetzt wird's besser, jetzt wird's besser.
Wie gesagt, Zufallsverleger feiere ich mittlerweile, finde ich auch nicht schlecht. Was haben wir noch? Ja, ansonsten. Hallo, kommt schon noch was? Nochmal 100 Kristalle, ja, komm schon, komm schon. Ja, oh, das war jetzt aber... Es ist eine bescheidene Ausbeute gewesen hier. So. Bei wie viel ist denn hier momentan der Labyrinth-Jackpot? Denn das müssen wir auch noch später machen. Bei 984.000. Nah, haut mich jetzt nicht um. Dann machen wir später. Das mit dem Labyrinth machen wir später. Jetzt ziehen wir uns erstmal wieder einen Angriff rein. Und zwar hier direkt mit den ganzen Jungs, mit der ganzen Badage. Alle rennen jetzt hier. Komm, Porte, zack, zack, zack hin. Wir wollen angreifen. Ihr seht, hier haben zwar viele ein Schild, aber ich bin hier eh nur hingekommen, um mit euch eine richtig schön fette Truppensammlung zu machen. Die werdet ihr dann gleich sehen. Hier greifen schon die ersten an. Insidious. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Ey Leute, nennt euch bitte mal mit Vornamen oder so. Das ist einfach viel, viel einfacher. Der Nico ist am Start, der Mr. Bam ist am Start. Der, ey, scroll mal wieder hoch. Ich will wissen, wer da jetzt am Start ist. Spionieren wir den hier? Der hat, der hat Forschungszettel drin. Das heißt, wenn man den angreifen würde, könnte man einen richtig geilen Kraftbericht raushauen. Deswegen versuchen wir es doch einfach mal. Zack. Gib ihm. Was eine Aussage. Ja, ihr seht schon, das war kurz danach, dass ich, als ich aus Königreich 12 hier in Königreich 10 gekommen bin, wo ich da anderthalb Stunden in Königreich 12 vergammelt bin, da war die Laune unten, habt ihr an der Nachricht gemerkt, alles was jetzt über 45 Mio hat, kriegt eine Rallye am Kopf. So, ich will endlich Punkte machen. Hab da, zu dem Zeitpunkt hatte ich schon 150 Leute spioniert und immer noch keine 4 Millionen Punkte, das kann doch nicht wahr sein. Hier brennen schon die ersten. Ich bin wie gesagt hier nur für Truppensammlung zuständig. Ich bin Mr. Truppensammlung. So, während wir uns das hier anschauen, die erste Rallye sich hier füllt, kann ich ja die nächsten Leute grüßen. Ich komme da, glaube ich, heute gar nicht nach. Einmal möchte ich den Noah SP grüßen, dann den Desti, dann den Ozzy, den Ted Gamer und ungelogen, der hieß wirklich so in den Kommentaren, und einmal Donald Trump. Ist ehrlich so. Ich denke mal nicht, dass es der echte ist und selbst wenn, dann gehen keine Grüße raus an dich. Nein, aber schöne Grüße an Donald Trump. Ja, kommt schon hier. Wir machen jetzt hier die Rallye voll. Ganz schön schon viel hier am Schilden. Und ich weiß auch nicht, was ich ein bisschen unnötig fand hier am KVK, war das mit dem komischen Kaisertitel. Warum hatte jetzt jeder so ein... Also am Anfang habe ich mir das so angeguckt und habe mir gesagt, boah, geil, das sieht gut aus. Aber dann, so nach der Zeit, habe ich mir gedacht, boah, Mann, ist das unnötig. Weil was jucken mich jetzt die ganzen Köpfe da? Die ganzen Kaisertitel. Das ist ein bisschen unnötig, oder? Was ich geil gefunden hätte, wäre, wenn jeder, der sein Solo-Event abschließt, diesen Kaisertitel dann für kurze Zeit bekommt. Wisst ihr? So hätte man dann gesehen, an seinen Gegner oder bei seinen Mitspielern, wow, der hat schon sein Solo-Event abgeschlossen. Der hat jetzt Kaisertitel gekriegt. So, das wäre cool gewesen, oder, Leute? Aber dass jeder einfach vollkommen sinnlos diesen scheiß Kaiser da über seine Burg hat. Oh, wir sind schon jetzt echt viele Leute. Das war ein bisschen unnötig, oder? Bitte werdet mir noch zustimmen. Hat mich jetzt nicht so umgehauen. Bei wie vielen Punkten sind wir denn jetzt hier mittlerweile? Ich glaube, das war so ungefähr 9 Uhr, halb 10. Ja, nee, das war früher als halb 10. Das war so 9 Uhr morgens, wo dieser Angriff jetzt hier stattgefunden hat. Und ihr habt gesehen, wir waren schon bei 50 Millionen Punkten. Wie viele Punkte wir letztendlich geholt haben und ob wir eine gute Platzierung von den drei Königreichen hier erreicht haben, das werden wir natürlich ganz am Ende des Videos sehen. Jetzt macht der Walnuss die hier solo, oder was? Hoffentlich kommt da ein vernünftiger Kampfbericht jetzt raus.
Ansonsten wird da hier gleich direkt gnadenlos der nächste gerallied, ich hab's angekündigt, bis ich euch hier einen geilen Kampfbericht zeigen kann. Fertig ist der Siegelack, Mann. Ja, kommt, lauf drauf, wehe du schildest. Und? Ist das geil? Also ich habe kein bisschen an Macht verloren, das ist meistens ein Zeichen dafür, dass der keine Truppen hatte. Was ist das denn hier, Mann? Egal, wir werden nicht verzweifeln, wir rallyen direkt den nächsten. Wen nehmen wir denn hier? Wir nehmen auf jeden Fall wieder einen, der Antispio hat. Ich will hier richtig einen killen. Mal gucken, ob hier irgendein großer in der Gegend ist, den wir noch rallyen können. Ansonsten nehmen wir uns wieder einen von den Typen hier. Müssen wir uns einen raussuchen hier mit Antispio, der ein bisschen Macht am Start hat. Nehmen wir ihn hier. 43 Millionen Macht, hat Antispio. Warten wir noch hier auf unsere Truppen und dann wird halt der gerallied. Leute, ich sag's euch, in dieser Szene werden wir noch einen richtig geilen Kampfbericht rausholen. Kein Thema. Ja, was ist denn da los mit meinen Wurstfingern jetzt hier? Waren doch die richtigen Helden. So, zack, Autoeinstellung und gib ihn erneut. So, wieder alle in die Rallye. Too late, my friends. Na, das glaube ich nicht, Freunde. Das glaube ich nicht. Ja, voll machen die Kacke hier. Das geht doch gut schon. Schon die erste Mio haben wir. Danke an euch, Leute, dass ihr mich hier unterstützt. Also, jetzt geht jetzt hier mal speziell an meine Leute von Killing Spree. Ihr kennt das ja, ich bedanke mich da immer. Ich kann jetzt hier einfach nicht jeden nennen, der jetzt hier mit in die Rallye kommt. Das sind einfach diesmal zu viele. Hier beim KVK waren wir wirklich mega aktiv. Ihr werdet das auch am Ende anhand unserer Punktzahl sehen. Wir waren da wirklich, wir haben unseren Namen als Kriegsgilde wirklich allen Ehren gemacht. Aber dazu kommen wir, wie gesagt, dann zu gegebener Zeit. 2,3 Mio haben wir voll. Das ist echt geil so, diese gerade Zahl. Das gefällt mir. Und diesen 20% Armee-Boost, den kann man sich ja auch mit Kristallen immer wieder kaufen. Das heißt, den werdet ihr jetzt öfters bei mir im Video sehen, sobald ich mich von meinem KVK-Toten wieder erholt habe und auch wieder 300.000 Truppen habe. Denn das finde ich wirklich geil, mit 300.000 Truppen angreifen, das gefällt mir. Und mit Kristallen kann man sich den ja holen, das heißt, man muss sich den nicht mit Echtgeld kaufen. Dann kann ich euch auch als Free-to-Play-Spieler hier das immer präsentieren und immer mit 300.000 Truppen angreifen. Das macht wirklich mehr Bock. Und dann kann man auch, wie gesagt, dann die 2,3 Millionen Rallys machen. Und nicht nur 2,25. So. Der macht jetzt aber, der hat jetzt aber gefälligst Truppen stationiert und Truppen draußen. Aber nicht stationiert, sondern verstärkt. Ich will da jetzt was richtig Fettes raushauen. Vielfraßengel. Macht den mal platt hier. Wenn ihr Bock habt. Meine Kampfausrüstung, muss ich nichts zu sagen, die habe ich ja schon mal vorgestellt. Ist nichts Besonderes. Hier ist echt schon alles am Fackeln. Komm schon, wie lange noch hier die Truppensammlung? Noch 15 Sekunden, dann latschen wir endlich los. Dann gibt's hier auf die Omme. Aber der Hive gefällt mir jetzt nicht so. Schon verdächtig, dass da unten erstens einer brennt und dass hier so viele Schilder haben. Das würde sich nicht lohnen, dahin zu porten, glaube ich. Da will ich schon was Größeres. Vor allem, wenn ich da jetzt hinporte, folgen mir ein paar meiner Jungs und dann... wie viele Nachrichten noch während des KVKs bekommen habe, dann folgen mir ein paar meiner Jungs und dann, ja, ist der Hive da in ein paar Sekunden abgegrast. Dafür dann Verleger zu opfern, da ich hatte nur 4 und die habe ich auch gebraucht. 1:09 noch. Wir kriegen jetzt auch Besuch, damit es ein bisschen wärmer hier bei uns wird. Werdet ihr gleich noch sehen. Da wurden wir dann auch schön besucht hier. Aber ohne, dass wirklich groß was passiert ist. Keiner von uns hat irgendwie krass Truppen verloren. Im Gegenteil, ich habe sogar, werdet ihr dann am Ende noch sehen, einen richtig geilen Kampfbericht hier gekriegt, dadurch, dass ich angegriffen wurde. Von daher gar kein Problem. Die Rallye machen wir natürlich noch zu Ende. So, aber wie gesagt, die schauen wir uns nur kurz an, den Kampfbericht von der Rallye jetzt gleich, denn am Ende sehen wir uns den nochmal genau an. Komm schon. Gib mir den Kampfbericht.
Lauft schneller. Ich will den Kampfbericht sehen. Und? Ja, nice, oder? Habe ich da zu viel versprochen, Leute? 25 Mio Macht abgezogen. Zack, mit einer Rallye. So muss das sein. Aber wie gesagt, genaueres kommt dann am Ende. Jetzt ziehen wir uns erstmal hier das Labyrinth rein. Darauf haben, denke ich, auch viele erwartet. Was habe ich mit diesen knapp 12.000 heiligen Steinen hier erreicht? Wir fangen einfach mal an. Ich habe das jetzt auch nicht so großartig beschleunigt, damit wir uns hier immer in Ruhe ansehen können, was ich so bekomme. 8 Stunden für die Mauer. Gold kann man sowieso immer gebrauchen. Was ich hier immer richtig feier ist, diese 10.000 Energie für Monster oder halt ein Kriegerherz. Ne? Das ist natürlich alles das Nonplusultra. Flügelstiefel beschwert man sich natürlich auch nicht, wenn man die bekommt. Aber haut einen jetzt auch nicht unbedingt um. Bis jetzt noch nichts so krasses bekommen. Oh, wir haben den ersten Bossfight hier am Start. Was haben wir? 300, oh 1000. 1000 Edelsteine sind wirklich selten. Also ich glaube, die habe ich erst zum zweiten Mal oder so jetzt bekommen. Also insgesamt jetzt hier mal eben 1600 Kristalle gekriegt. Kann man mal machen. So kann es weitergehen. 2 Millionen Gold nehme ich natürlich auch gerne. Flügelstiefel, wie gesagt, da beschwert man sich nicht drüber. Truppen macht man immer mal wieder ein bisschen oder boostet man immer mal wieder ein bisschen. Aber ansonsten hält sich das jetzt hier bis jetzt in den Grenzen. Immer noch 200.000. Gib mir mal hier 10.000 Energie. Und das direkt ein paar Mal. 24 Stunden Gegenspionage ist an sich natürlich nicht schlecht, aber habe ich irgendwie 70 Mal oder so. Also die nächsten 70 Tage könnte ich mir in Gegenspionage reinhauen, nur allein von den 24 Stunden Gegenspionage-Dingern. Deswegen, ja, freut mich das jetzt nicht so krass. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir hier noch was Vernünftiges abgrasen können. 2 Millionen Gold, ja komm, gib her. Forschung habe ich noch genug vor mir. Ist jetzt nicht so, dass ich mich da über Gold beschwere. Komm schon, ich will noch was Geiles haben. Was gibt's denn hier? Will ich mal so drüber nachdenken, was kann man hier? Man kann hier, glaube ich, auch so Bautempo-Boosts kriegen. Die hätte ich auch gerne. Wie gesagt, Flügelstiefel beschwere ich mich auch nie. Truppen zurückziehen? Nee, das ist nicht so geil. 3-Stunden-Beschleuniger? Ja, warum nicht? Das wäre natürlich jetzt richtig geil, wenn ich hier Elite hätte. Dann einfach mal so 11-mal 3-Stunden-Beschleuniger. Boah, das wäre echt heftig. Ich muss mir irgendwann diesen Elite-Zugang holen, also diesen Shop. Aber wie gesagt, bis T4 will ich auf jeden Fall noch Free-to-Play bleiben, damit ich mit meinem Kanal hier bewiesen habe, dass man Free-to-Play in Lords Mobile keine 10 Jahre braucht, um T4 zu erreichen. Aber danach werde ich, denke ich, ich habe einfach so viel Bock und so viel Spaß an diesem Spiel. Da werde ich dann, denke ich, ein bisschen investieren und ich will auch diesen Elite-Shop-Zugang, damit ich hier euch auch mal den Elite-Modus zeigen kann. Und wenn man dann so 11-mal Flügelstiefel kriegt oder 11-mal 3-Stunden-Beschleuniger oder wie wenn der, als der Boss kam, dann einfach mal 11-mal 1000 Kristalle, das ist natürlich dann schon ziemlich geil. Deswegen, diesen Zugang würde ich mir schon ganz gerne zulegen, aber das wird leider noch dauern. So, jetzt will ich aber ein paar mehr Kristalle sehen hier. Was gibt's da? Hauen wir hier mal ordentlich drauf. 600 plus 300 plus 400. Ja, Leute, sorry, ne? Aber so schnell konnte ich jetzt nicht zählen. Also da müsst ihr das Video pausieren und selber gucken, wie viele Kristalle das jetzt waren. Das war für mich eine Nummer zu schnell. Ich meine, ich hatte in Mathematik jetzt nicht so schlechte Noten, aber das war jetzt wirklich zu schnell. Ja, komm schon. Jetzt nochmal was Geiles hier. 1,5 Millionen Steine. Brauche ich auch nicht. Gib mir jetzt hier was. Flügelstiefel, ja, das ist ganz nett. Ich habe nur noch 1400 heilige Steine. Komm schon, ich will den Jackpot. Gib mir den Jackpot. Ich mache direkt T4 hier im Video. 500.000, Flügelstiefel ist okay. Was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch? Komm schon. Noch einmal jetzt hier eine gute Serie. Irgendwas Geiles. Ja, Bauboost, da beschwere ich doch nicht. Und Flügelstiefel. Und nochmal 5000 Energie. Ja, das war doch jetzt noch zu den letzten Hits nochmal ein halbwegs vernünftiger Abschluss. Mit dem Bauboost, Flügelstiefel und 5000 Energie für Monsterjagd. Da kann ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. Boah, wenn ich mir so vorstelle, dass man bei dem Elite-Modus dann 11x5000 oder 11x10.000 Energie kriegt, wenn man das dann hat. Schon heftig.
Wir haben jetzt hier das Solo-Event abgeschlossen, wo dann halt Labyrinth drin war, aber ihr seht schon, obwohl wir da jetzt ordentlich heilige Steine reingeballert haben, wirklich viel bringt das nichts. Das hat uns jetzt 23.000 Punkte gebracht. Ist jetzt ein bisschen mau, würde ich mal so behaupten. Wir sind bei 105 Millionen Punkten jetzt mittlerweile, damit ihr da so einen kleinen Überblick habt. So Leute, und jetzt ist es soweit. Ich darf euch jetzt ganz herzlich den Wunderkampf von Killing Spree hier beim KVK präsentieren. Und zwar fangen wir jetzt hier erstmal ganz chillig an. Das ist das Wunder. Leider bleibt das Wunder nicht so, sondern während wir hier... was machen wir hier noch gerade nochmal? Nein, Spaß. Während wir jetzt hier auf Bozak warten, der hier noch seinen Held von irgendwo zurückkriegt, werden die dieses Wunder noch ein bisschen füllen. Deswegen, ja, werden wir da leider auf ein volles Wunder gleich treffen, aber das werdet ihr sehen. Ich habe das jetzt hier auch noch aufgenommen, auch den Anfang, wo wir jetzt hier hingepolt sind und die ersten Organisationen, damit ihr hier wirklich alles mitkriegt von diesem Wunderkampf. Ich habe es auch nicht so krass beschleunigt, denn ich will das hier wirklich alles mit euch in Ruhe ansehen. Andi, du machst jetzt gerade mal keine Ansagen. So, Andi, schöne Grüße an dich hier, du kleiner... Ja. Kleiner Spammer. Du bist ein kleiner Spammer, Andi. Schöne Grüße an Vendetta gehen raus. Ich hoffe, du siehst das Video. Boah, ich freue mich gleich, euch die Rallyes zu zeigen, weil das ist wirklich ein, so wie ein Wunderkampf auch ist. Wir mussten mehrere Rallyes machen. Wir mussten welche aus diesem Wunderwald hier verjagen gleichzeitig und so weiter und so fort. Also genau so stelle ich mir einen Wunderkampf vor und das habe ich hier auf meinem Kanal auch noch nicht zeigen können. Und deswegen bin ich einfach mega froh, dass ich euch das hier in den 1000 Abonnenten Special auch noch zeigen kann. Jetzt warten wir erstmal hier, weil mit 7 Leuten kann man hier natürlich keinen Wunderkampf bestreiten. Ihr lest schon, in 9 Minuten ist Bozaks Held da. Bozak ist unser momentan einziger T4-Typ. Aber wenn das Video hochgeladen ist, werden wir schon den zweiten haben. Und nächste Woche dann schon den dritten. Also es geht jetzt Schlag auf Schlag bei uns mit Sachen T4. Da wir ja wirklich viele Leute hatten, die nah an T4 dran sind. Deswegen werden wir jetzt in nächster Zeit wirklich ordentlich T4 haben. Und Bozak war jetzt hier halt der Erste, der zum KVK seine T4 erreicht hat. Hat jetzt natürlich noch nicht so viele, aber deswegen hatte er auch hier die Rallye gestartet. Beste Forschung, Paar T4, auf jeden Fall ein besseres Kampfausrüstungsset als ich und halt einen besseren Altarboost. Das war klar, dass er dann die Rallye startet und nicht ich. Und ihr seht schon, was ich im Chat geschrieben habe, auch immer ganz wichtig, nicht nur, dass derjenige Altarboost hat, sondern wenn der gerade keinen Held hat, einfach mal so ein bisschen durch die Gegend spionieren. Irgendwo hat bestimmt immer jemand einen Held draußen. Der muss ja nur Level 55 oder so. Muss auf jeden Fall nicht mal zu starker sein. Das gibt ja dann schon 23% Armeeangriffsboost. Und das ist auch wirklich sehr, sehr wichtig hier für so einen Wunderkampf. Deswegen ist der Bozak jetzt hier dabei gewesen, ein paar Leute zu spionieren. Und dann auch sich einen Held zu holen für die Wunderschlacht hier. Ich muss jetzt echt langsam mal anfangen, die ganzen Leute zu grüßen, sonst komme ich da gar nicht hinterher. Ihr seht ja im Hintergrund, was jetzt momentan passiert. Der Bozak hält sich jetzt gleich einen Held. Dann werden da die nächsten von uns dorthin porten. Wir werden Lager um den Hive machen und so weiter und so fort. Darauf werde ich gleich aber nochmal eingehen. Und dann werden auch in den nächsten paar Minuten endlich die erste Rallye starten auf das Wunder. Aber ich muss jetzt echt mal hier die restlichen Leute grüßen. Ansonsten vergesse ich das. Ich grüße auf jeden Fall ganz besonders Nastja. Also Anastasia, viele Grüße an dich. Ich weiß gar nicht, ob du das Video bis hierhin guckst. Dann Ratos, Lokas, Dropos, Sariax, Paul Schinnenburg, Luki Buki, Philipp, Nico Berge, X/D, Levi Allen, Winko, Paul Schulte, Felix Leupold, Safer the Saiyajin, cooler Name übrigens. Ich habe früher als Kind auch Dragon Ball und Dragon Ball Z so gesuchtet. Ich kenne fast jede Folge auswendig. Let's Ratey Castle Clash. Auch wirklich... Vielen Dank für all eure Unterstützung. Auch vielen Dank an alle anderen, die ich jetzt hier leider nicht nennen kann.
Ich kann natürlich jetzt nicht alle 1000 Abonnenten grüßen, Leute. Deswegen habe ich jetzt einfach die von den letzten 2 Wochen genommen. Das soll jetzt irgendwie keine spezielle Belohnung für die sein oder heißen, dass die Leute, die in den letzten 2 Wochen nicht meine Videos kommentiert haben, irgendwie nicht gegrüßt sind oder sowas. Ihr wisst, wie ich das meine, sondern ich wollte einfach damit jetzt ein bisschen zurückgeben. Und deswegen habe ich mir das überlegt. Aber natürlich sind auch alle anderen gegrüßt. Dann grüße ich natürlich auch Dustin Savan, Marilene Sahin, Sein Sellen, Nico HD, dreimal. Ich grüße Lord Potter, Sven Money, Zocker Tobias, Noah Perkmann, BBG, Bull und ja, die anderen 20, die ich gleich noch grüßen muss, da kommen wir gleich zu, denn jetzt schauen wir uns erstmal an. Im Moment sind noch nur 1,75 Millionen Truppen im Wunder. Ich sag wirklich bewusst, es sind 1,8 Millionen. Ich sag wirklich bewusst im Moment, denn wie ihr sehen könnt, sind da schon die ersten wieder am Hinlaufen. Also wir werden gleich mit unserer Rallye auf ein volles Wunder treffen. Das kann ich schon mal hier verraten. Ihr seht schon, wir sind jetzt hier mittlerweile einige am Hive. Beziehungsweise es ist natürlich nicht unser Hive, aber es ist ja jetzt hier quasi ein neuer Hive entstanden, dadurch, dass wir zusammen das Wunder angreifen wollen. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber das war hier 22:30 abends am Samstag hier am KVK. Warum wir da jetzt die Lager hinmachen, hat folgenden Grund. Wunderkämpfe sind natürlich immer verbunden mit starken Gegnern. Das heißt, es kann immer mal ein 200, 400 oder 600 Millionen Typ hinter euch auftauchen und dann eure, in Anführungsstrichen, kleineren Leute mit T4 zuzubomben und die platt zu machen. Und so haben die dann viel mehr Zeit, auf diese Angriffe zu reagieren, da er jetzt nicht direkt hinter uns porten kann, sondern ein Stück weiter weg porten muss. Und dadurch können dann unsere kleineren Leute ihre Truppen schützen oder auch ich, wenn ich angegriffen werde. Natürlich, wenn jemand mit 375k T4 kommt, bin ich platt wie eine Flunder. Deswegen, da können wir dann immer gut auf die Angriffe reagieren. Deswegen machen wir das mit den Lagern hier. Wollte ich nur mal kurz anmerken. Ihr seht schon, das Wunder ist jetzt full. So. Und wir greifen jetzt gerade mit unserer Truppensammlung drauf zu. Was schreibe ich da gerade? Wir können jetzt nur hoffen, dass die Infreie haben. Das heißt, wir werden wohl momentan mit Kaffreihe angreifen. Das heißt, ja, wir schauen mal, was sie für eine Reihe haben. Oh Mann, unsere Truppensammlung trifft drauf, Leute. Das ist eine über 5 Milliarden chinesische Gilde. In diesem Wunder sind auch ein bisschen T4 drin. Ich bin gespannt. Wir ziehen uns jetzt den ersten Kampfbericht rein, aber noch nicht detailliert. Wie gesagt, das werden wir dann am Ende dieses Videos machen, wo wir uns dann nochmal ein paar gute Kampfberichte ansehen und das auch wirklich in Ruhe und detailliert. Ihr seht schon, wir haben nicht gewonnen. Aber es ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Sagen wir mal so, wir starten jetzt natürlich direkt die zweite Rallye, um dann wirklich das Wunder einnehmen zu können. Klar, wir haben jetzt verkackt, aber es war gar nicht so schlecht. Also es war, wir haben schon ein paar Verluste mehr als die, aber es geht noch. Es war jetzt keine total verkackte Rallye. Von daher jetzt direkt nochmal drauf und dann gehört uns das Wunder. Die Chinesen waren momentan nicht so krass aktiv, deswegen könnte das echt was werden. Wenn wir nochmal eine Rallye voll kriegen, kann natürlich sein, dass die Leute die Schnauze voll haben jetzt nach den ganzen Toten. Aber das ist Wunderkampf, Leute. Genau sowas wollt ihr, denke ich, sehen. Wenn wir keine Verluste haben, macht das ja auch keinen Spaß für euch anzusehen. Ihr wollt ja Kampfberichte sehen, wo viele Tote drin sind, auch mal verkackte Kampfberichte und so weiter und so fort. Und das kann ich euch heute endlich präsentieren. So. Die Truppen kommen zurück und dann können wir gleich beginnen. Das wird noch richtig spannend, Leute, denn es werden gleich noch, sobald wir das Wunder endlich, ihr seht, oh, da kommen sie schon. Da kommt schon die erste Gilde, die uns da ein bisschen ans Bein pissen will. SWR. Komm schon, Bootsack. Starte die nächste Rallye. Sammlung ist gestartet und direkt wieder voll machen hier. Zack, zack. Diesmal habe ich ein bisschen weniger Kaff geschickt. Oh, eine 5 Milliarden Gilde, die hier dazu stoßen will. Mal gucken, wer da noch so alles von kommt. Da müssen wir hier ein paar aus dem Wunderwald verjagen. Das habe ich natürlich schon angekündigt. Und das werden wir gleich auch machen. So, ich habe aber immer noch ein paar Leute zu grüßen. Es ist echt unglaublich, wie viele Leute in den letzten 2 Wochen allein unseren Kanal hier kommentiert haben. Die deutsche Lords Mobile Community ist echt so krass aktiv.
Ich grüße Krümmelmonster, ich grüße Apucci, ich grüße Mr. QHD, dann grüße ich Kasper M, Don K.O., The YouTube Steve, Fabian Euler, Valmir Dema, Sky, Creeper HD und Jerome, egal. Ich grüße euch, vielen Dank für eure Kommentare und wir machen gleich weiter. Ihr seht schon, irgendwie laufen da gerade neue Truppen in das Komet von RNM. Kometenfest von RNM in das Komet. Was soll das denn heißen? Oh Mann, Leute, es macht einfach so Bock, das jetzt hier zu kommentieren. Ich soll ein Lager freimachen. Hier sehen wir die Kampfausrüstung von Bozak. Wenn ihr die genauer angucken wollt, pausiert das Video. Jetzt ist schon der zweite von SWR dazugekommen. Oh oh, die schicken neue Truppen ins Wunder. Bitte nicht, bitte nicht. Wir wollen das Wunder einnehmen, nicht schon wieder verkacken. Mach keinen Scheiß. Ja, da kann man ja mal einen Gildenangriff starten, würde ich sagen. Einfach alles reinkloppen, was noch da ist. Selbst wenn ihr, sag ich mal, ja, verkackt oder dann die Rallye abbricht, müsst ihr das so überlegen. Es geht ja nur darum, die Leute, die dorthin porten, ein bisschen zu beschäftigen. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Gildenangriff auf irgendeinen Typen, der da ans Wunder geportet ist, weil sie euch vielleicht das Wunder klauen wollen, drauf macht, also eine Truppensammlung auf den drauf macht, ey, ich kann schon kaum mehr sprechen, so motiviert bin ich gerade irgendwie. Also wenn ihr da eine Truppensammlung drauf macht, dann beschäftigt ihr die halt. Das heißt, ihr seht, die sehen, dass sie den deffen müssen, die deffen den vielleicht erstmal und überlegen sich, jo, machen wir danach dann eine Truppensammlung. Und so könnt ihr dann halt Zeit rausschinden. Vielleicht schafft ihr es sogar, eine zweite Truppensammlung vollzukriegen. Das heißt, dass ihr den dann wirklich aus dem Wunderland verjagt. Dann muss der sich wieder einen Verleger opfern oder er hat vielleicht gar keinen mehr und kommt dann nicht mehr wieder. Dann haben die schon mal einen weniger für die Truppensammlung. Also es macht wirklich Sinn, wie gesagt, die Leute dann, die euch ans Bein pissen wollen, sage ich mal hier, beim Wunderkampf dann auch ein bisschen zu beschäftigen. Und die zweite Rallye geht los, Leute. Hoffentlich schaffen wir es jetzt. Wir wollen endlich dieses Kometenfest haben. Und da kommt auch schon der vierte von der Gilde, die hier auch das Kometenfest einnehmen will. Und der fünfte nochmal. Jetzt geht's los, Leute. Ich habe euch gesagt, ich zeige euch hier noch einen fetten Wunderkampf hier in den 1000 Abonnenten Special. Und bitte, bitte, bitte lasst es diesmal klappen, dass wir dieses Wunder hier einnehmen. Noch eine dritte Rallye mit über 200.000 Toten wäre dann echt schmerzhaft. Aber Leute, das ist Wunderkampf. Was glaubt ihr, was das für einen Kampfbericht gibt? Ihr könnt ja jetzt eigentlich mal raten, was ihr denkt, was da jetzt für ein Kampfbericht rauskommt. Und dann seht ihr das, ob ihr richtig geratet habt oder nicht. Oh Mann. Bäm, Mann. Kometenfeste Easter. Ich hab's, jawohl, wir haben's geschafft, Mann. Killing Spree hat sich ein Fest hier am KVK gegönnt. Das sieht geil aus. Schönes Ding. 1,6 Millionen Truppen sind jetzt gerade im Wunder. Das müssen wir natürlich jetzt füllen. Ja, ist im Prinzip derselbe Kampfbericht wie vorhin, nur dass jetzt die Rollen getauscht sind. Jetzt haben die knapp 300.000 Tote, 18 Millionen Macht verloren und wir sind bei 13 Millionen verlorener Macht. Unsere Allianz SG8 grüßt uns hier auch direkt. Ja, ich freue mich wirklich, euch das zeigen zu können, aber das ist natürlich noch nicht alles, denn jetzt müssen wir das natürlich verteidigen. Ihr seht, da ist gerade eine 5-Milliarden-Gilde SWR hier hingekommen und die fangen wir jetzt an zu beschäftigen. Was ich auch mal hier betonen muss, ihr seht das gerade, dass da viele Leute immer ihre Truppen rein und raus schicken. Das haben wir jetzt, wir sind halt noch nicht so erfahren, was Wunderkampf angeht. Das haben wir natürlich falsch gemacht. Es sollten nach und nach die Leute ihre Truppen zurückholen und neue reinschicken. Jetzt, das kann man entweder machen, weil man die Aufstellung ändern will, damit sich die anderen Gilden nicht darauf vorbereiten können. Es ist zum Beispiel sehr schlau, sag ich mal, 1,2 Millionen Kavallerie reinzuschicken. Und wenn dann eine Gilde einen Gildenangriff beginnt, dann wisst ihr ja, die haben euch spioniert, die sind ja nicht doof, die werden dann zum größten Teil Fernkampf schicken, weil ihr zum größten Teil, oh, wir haben da gerade schon den ersten verjagt, der hat aber keine Truppen drin, ist natürlich jetzt keine Kunst, aber den haben wir schon mal im Verleger geklaut, denn der ist umsonst da ins Wunderland hingekommen. Aber was ich euch sagen will, die greifen dann natürlich mit Fernkampf an. So, ihr habt aber 5 Minuten Zeit, denn so lange dauert das ja, bis die Truppen sammeln für die Sammlung, um jetzt ein bisschen Kavallerie rauszuholen. Sagen wir mal 800.000 Kaff raus und zack, dafür 800.000 Inf rein und schon laufen die mit ihrem Fernkampf erstmal ordentlich auf Infanterie drauf.
Ne? So kann man natürlich auch beim Wunderkampf handeln. Wir haben natürlich jetzt nicht so die Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Unsere Kapazitäten sind jetzt noch nicht so krass. Wir sind eine kleine Pissergilde mit 2,6 Milliarden Macht. Und wir sind froh, wenn wir ein Wunder vollkriegen und danach noch ein paar Rallys auf so Typen wie hier von SWR machen können. Dann sind unsere Truppenkapazitäten schon erschöpft. Ne? Bei uns sind nicht so viele, die jetzt 1 Million Truppen haben und an 5 verschiedenen Rallys teilnehmen können. Deswegen. Aber wenn wir das könnten, dann wäre das natürlich eine schlaue Möglichkeit, den Wunderkampf zu bestreiten. Wir haben jetzt natürlich hier immer die Truppen rausgeholt, damit wir wieder volle 200.000 schicken können. Denn durch unseren Angriff haben wir natürlich einiges an Truppen verloren. Und wir wollen das Wunder natürlich, oder ich sag immer Wunder, aber ihr wisst, dass ich Fest meine. Wir wollen das Fest natürlich vollkriegen. So, mittlerweile ist jetzt hier ein neuer hingekommen. Es sind wieder 5 Leute von SWR. Aber davon lassen wir uns lange nicht aufhalten. Wir haben jetzt hier das Wunder im Prinzip voll. Ja, es lohnt sich jetzt nicht so krass. Wir sind jetzt bei 156 Millionen Punkten. Das ist jetzt aber schon zum Ende des KVKs hin, muss ich natürlich sagen. Und ja, so krass geben Feste keine Punkte. Also Wunder sind schon richtig übertrieben, aber Feste lohnt sich jetzt nicht so krass. Was sich natürlich lohnt, ist, dass eure gesamte Gilde diesen Boost kriegt von den verschiedenen Einheiten. Je nachdem, welches Fest ihr eingenommen habt. Das ist natürlich sehr geil für den KVK. Da kann dann eure gesamte Gilde geilere Kampfberichte machen und so weiter und so fort. Ich grüße jetzt hier mal eben die letzten Leute. Dann haben wir das schon mal geschafft und ich habe wirklich mein Wort gehalten. Ich grüße Killer321, Jos Block, XXTomXX, Oliver Patch und Big Arnie. So, jetzt haben wir es geschafft, Leute. Ich habe jeden gegrüßt, der in den letzten 2 Wochen ein Video von mir kommentiert hat. Und ich sage es auch jetzt hier nochmal. Natürlich auch schöne Grüße an alle anderen. Und vielen, vielen Dank, dass wir das gemeinsam hier geschafft haben. Ja, 1000 Leute zu sein. Wir sind einfach mal 1000 Leute. Das muss man sich mal vorstellen. So, hier ist auf jeden Fall dick fett Party. Ich habe hier direkt die nächste Truppensammlung auf so eingestartet, damit wir hier direkt den nächsten verjagen. So muss man das nämlich machen. Ich bin mir ziemlich sicher, Leute. Ich bin mir wirklich ziemlich sicher. Hätten wir das nicht gemacht, so wie wir das jetzt gerade machen. Das heißt, immer ein paar Leute mit Truppensammlung angegriffen und ein paar Leute hier aus dem Wunderland verjagt. Dann wären die hier mit 10, 12 Leuten am Ende aufgetaucht und hätten uns das Wunder geklaut. Da bin ich mir hundertprozentig eigentlich sicher. Das heißt, dadurch, dass wir das hier gemacht haben und die so beschäftigt haben, haben wir dafür gesorgt, dass wir das Wunder behalten. Da bin ich mir wirklich vollkommen sicher, dass es so gekommen wäre. Ich kann das ja mal hier kurz schon mal so ankündigen. Wir hatten das Wunder von 10:30 Uhr, wie gesagt, circa samstags abends bis 3 Uhr Sonntag früh. Also wir hatten das fast 5 Stunden. Ich denke mal, das kann sich für so eine kleine Gilde wie uns sehen lassen. Das auch noch aber in KVK, wo 3 Königreiche gegeneinander kämpfen. Das heißt, hier waren sehr viele starke Gilden unterwegs. Und trotzdem haben wir es geschafft, das bis 3 Uhr morgens zu halten. Und wir haben es dann auch nicht mehr zurückholen können, weil natürlich 3 Uhr morgens sonntags, wer war da noch wach? Ich nicht. Ich bin um 1 Uhr ins Bett gegangen, habe meine Truppen drin gelassen, habe einfach nur meinen Held gesichert. Und war dann pennen. Das heißt, wir wurden dann irgendwann, wo wir eh alle am Schlafen waren, platt gemacht. Aber ich glaube, wir hätten das Wunder auch so oder so nicht mehr zurückgeholt, weil, ja, wir wollten das Wunder nur einmal wirklich haben. Wir hatten es ja sogar viel länger, als wir gedacht hätten und nochmal so Verluste. Ich meine, wir hatten ja jetzt hier schon ziemlich krasse Verluste und das hätten wir wirklich keinen Bock drauf gehabt. Das heißt, das passt schon alles so, wie es gekommen ist. Wir haben jetzt hier 700.000 Truppen. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, mit 700.000 Truppen nur jetzt auf den drauf zu rennen. Im Moment sind es ja nur 5 Stück. Und wie gesagt, es geht nur darum, jetzt hier die Leute zu beschäftigen. Denn selbst wenn wir die Truppensammlung jetzt abbrechen, haben wir dafür gesorgt, dass die sich entweder darüber diskutiert haben, ob die sich gegenseitig deffen sollen. Oder halt darüber diskutiert haben, ob die den einfach laufen lassen und dann sich, was weiß ich, einen Verleger schicken oder wieder einen Verleger opfern, um wieder hinzukommen. Also wir beschäftigen die halt wirklich sehr damit. So. Ja. Ich finde es einfach geil, dass wir es hier geschafft haben. Guckt euch das an. Wirklich richtig viele Leute haben hier mitgemacht von Killing Spree. Und das um diese Uhrzeit noch. Ihr müsst euch vorstellen, jetzt war es ja mittlerweile bestimmt schon 11 Uhr. Ihr seht das Video ja vorgespult und habt auch ein paar Sachen rausgeschnitten.
Also da ist schon einiges an Zeit jetzt hier vergangen. Und um 11 Uhr abends noch so eine Aktivität, fand ich echt löblich. So, was wird das jetzt hier? Schauen wir uns mal an. Kriegen wir den verjagt oder wird das ein Fail? Zack, der nächste ist aus dem Wunderland raus. So, Leute, so muss das sein. Hatte auch keine Truppen drin. Ja, wir müssen hier weitermachen. Ansonsten sind da gleich wieder 8, 9 Leute. Und zack, starten die eine Rallye. Und die haben einiges an T4 mehr als wir. Also die würden, glaube ich, direkt mit der ersten Rallye, wenn die nicht die falsche Reihe auswählen, unser Wunder oder unser Fest hier uns klauen. Der Hobbitier hat jetzt hier direkt eine Rallye gestartet. Sagt auch selber im Chat, die müssen weg. Das stimmt natürlich. Und da kommt der fünfte von denen. Direkt Spio. Der 2 Sekunden da kriegt direkt Spio am Kopf. So, meine Truppen sind da. Die schicke ich natürlich auch zu ihm. Egal, ob da T1 bei ist. Hauptsache ist voll. Und der sechste hier. Oh Mann, so langsam wird's eng. So langsam wird's eng. Das sieht richtig Rally-verdächtig aus. ...800.000 sind jetzt in Hobbities Rally drin. Hoffentlich reicht das. Komm schon, wir müssen die verjagen. Auf geht's, Leute. Unser Wunder ist, wie gesagt, immer dabei, so ein bisschen die Truppen am Austauschen, damit wirklich viele ins Wunder können und damit ihr Solo-Event beenden können. Oder zumindest sich ein paar Punkte schnappen können, damit sie das Solo-Event einfacher beenden können. Was viele ja nicht wissen, dass man diese 1,8 Millionen Punkte, die braucht man natürlich nur, wenn man Burg 25 ist. Wir haben natürlich auch noch einige bei uns in der Gilde, die noch keine Burg 25 sind. Das heißt, die kriegen natürlich richtig leicht ihr Solo-Event voll. Wir haben sogar einen bei uns, der Burg 17 nur ist, glaube ich. Und der hatte dadurch, dass er einige Punkte geholt hat durch diese feste Schlacht hier und weil er auch so ein bisschen angegriffen hat, war der im Solo-Ranking richtig weit vorne irgendwie in Sachen von seiner Statistik her jetzt hier mit Burg 17 an. Also der hat richtig gut abgesahnt gehabt. Jetzt wird der gedefft. Oh, 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 das könnte wehtun. Auch richtig cool gediente Truppen. Alles klar. Hoffentlich, oh, der kriegt richtig gut Def. Den müssen wir mit einer anderen Rallye angreifen. Da starte ich lieber die Rallye. Aber ihr seht schon, dadurch, dass wir jetzt die ganze Zeit Rallye starten, oh, jetzt kommt der siebte. Den haben wir schon angezündet. Dadurch, dass wir die ganze Zeit Rallye starten, fangen die jetzt an, sich selber zu deffen. Aber wenn die sich selber deffen, sind die Truppen natürlich belegt und sie können die nicht mehr in eine Rallye packen. Und das ist ja schon unser Ziel. Mehr wollen wir ja gar nicht. Wir wollen einfach nur das Fest hier behalten. Und das erreichen wir dadurch, dass wir die ganzen Rallyes hier machen. 157 Punkte, ihr seht. Das sind jetzt schon wieder 10 Minuten vergangen und es waren jetzt nicht wirklich viele Punkte, die da drauf gegangen sind. Also Feste sorgen jetzt nicht dafür, dass ihr jetzt mega krass viele Punkte kriegt. Die schauen wir uns auf jeden Fall noch an, die Rally. Und dann kommen wir, denke ich, langsam mal zu den Kampfberichten. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Waren ja einige coole Kampfberichte dabei. Und den coolsten habt ihr ja noch gar nicht gesehen, Leute. Das ist ja da, wo ich bei CHU schnell zur Monsterjagd gesprungen bin und euch nicht mehr die Rally gezeigt habe, um euch da ein bisschen Spannung hier reinzubringen. Denn der Kampfbericht, der war... Boah, der hat geschmeckt. Der hat wirklich geschmeckt. Und das auch noch gegen Chinesen. Traumhaft gewesen. Den werden wir uns gleich natürlich in Genüsslichkeit ansehen. Ja, 7 Leute. Ich würde sagen, wenn da jetzt noch 2, 3 Leute hinkommen, dann sind die auf jeden Fall genug, um uns hier mit einer Rallye aus dem Fest zu jagen. Deswegen sollten wir jetzt hier so schnell wie möglich noch 1, 2 verjagen, damit die nicht auf dumme Gedanken kommen.
hätte auch ganz gern mal so eine Rückmeldung von euch, wie ihr hier unsere Wunderschlacht fandet. Bitte beachtet dabei, das ist jetzt im Prinzip unsere erste richtige eigene feste Schlacht war. Wir haben zwar schon mal an feste Schlachten teilgenommen und der ein oder andere hat auch durch andere Gildenerfahrungen, aber so gemeinsam hier mit der neuen Killing Spree Gilde, will ich es mal nennen, war das jetzt hier unsere erste feste Schlacht. Und ich denke, dafür kann sich das ganz gut sehen lassen. Gerade die Kampfberichte hier, die beiden mit Bozak, sollten für euch doch mega unterhaltend gewesen sein. Auf beiden Seiten viele Tote. Freut euch bestimmt auch, dass wir eine richtig verkackt haben. Wobei ich echt sagen muss, dass uns das gar nicht weht hat, denn wir hatten einfach richtig Bock hier, um das Fest zu kämpfen. Und uns war bewusst, dass wir auch durchaus mit einer richtig verkackten Rallye und einer falschen Aufstellung einfach mal 350.000 Tote direkt haben können. Das war uns wirklich bewusst und deswegen tat das jetzt nicht so weh, wie der Kampfbericht es aussehen lässt. Wir schauen uns jetzt hier wirklich noch den letzten Angriff an, hier auf den von SWR. Ich kann euch ja schon mal sagen, die haben es dann nicht mehr probiert, die sind dann hinterher weggeportet. Da wir, wie gesagt, wir haben die auch mega gut beschäftigt. Das muss man uns einfach mal lassen. Hier als kleinere Gilde, die gerade mal halb so viel Macht haben wie die, haben wir die ganze Zeit beschäftigt. Immer wieder Leute aus dem Wunderwald hier gejagt, dass die wieder Verlege opfern mussten oder erst gar nicht wieder zurückgekommen sind. Und dann hatten die keinen Bock mehr. Komm schon, lauf los, Rally. Ich will euch diesen Kampfbericht hier noch zeigen. Denn wie gesagt, der wurde gedefft. Das habt ihr ja gesehen. Und schauen wir mal, was wir da so erreichen. Wir werden natürlich, denke ich, keine Toten den reindrücken, da die alle ganz bestimmt ihre Lazarette nicht voll haben. Und wenn sie den deffen, gehen die Truppen halt nur ins Lazarett. Aber trotzdem, man muss halt hier beachten, dass es wirklich scheißegal ist, wie der Kampfbericht am Ende aussieht. Hauptsache, der ist aus dem Wunderland verschwunden und kann uns nicht nerven oder mit an einer Rallye am Fest teilnehmen. Das ist wirklich das einzige Hauptaugenmerk hier bei dieser Rallye. Komm schon, gib ihm. Greif an, greif. Oh, da kommt hinten auch noch einer. Jetzt wird's aber langsam. Jetzt kann's wehtun. Schaffen wir das? Schaffen wir das bitte? Hauptsache aus dem Wunder raus. Oder aus dem Wunderwald hier raus. Jawohl. Hier haben wir 200.000 ins Lazar geschickt. Und hier auch nochmal knapp 400.000. Natürlich 90.000 Tote, aber juckt wirklich überhaupt nicht. Hauptsache, der ist verschwunden. Und das war auch wirklich so der Knackpunkt bei denen, dass die gesagt haben, okay, wenn wir jetzt hier noch mit zwei, drei Leuten hinkommen, schicken die wieder zwei von uns zurück. Und es waren anscheinend dann nicht mehr genug Leute bei denen online, dass sie da irgendwie noch mit, was weiß ich, fünf, sechs Leuten kommen konnten, sodass die wirklich eine volle Rallye machen können. Ja, und somit haben wir dann die zweite 5-Milliarden-Gilde somit hier vom Fest verjagt. Ich hoffe, euch hat das hier gefallen bis hierhin schon mal. Das ist aber natürlich noch nicht alles, Leute. Ich weiß, ihr habt jetzt schon wahrscheinlich über eine Stunde Video gesehen, aber wir sind hier noch lang nicht fertig mit dem Special. Was wir jetzt kurz einbauen werden, wir werden uns mal so ein paar Kampfberichte, die nicht von mir sind, anschauen. Nur so ein paar Screenshots, geht auch nicht lange. Ich sag mal so ein, zwei Minütchen. Ich habe da ein paar Einsendungen von meiner Gilde bekommen, auch von Leuten, die nicht zu meiner Gilde gehören. Von dem Wallbreaker zum Beispiel, den kennt ihr ja dann. Ted Gamer, Sayman, Samir hat mir was eingesendet, Nap on Till, Bloodline Way kennt ihr ja auch, dann Kalkesh Lars, so, hat mir auch was eingesendet. Da schauen wir uns jetzt einfach mal ein paar Kampfberichte an, würde ich sagen, oder? Da habt ihr doch, denke ich, auch mal Bock drauf, denn ich habe da wirklich richtig geile Screenshots bekommen. Und wenn wir damit fertig sind, dann kommen wir langsam zu meinen Kampfberichten und den einen Kampfbericht, den ich euch da, sagen wir mal, verweigert habe. So, wir starten ja auch direkt. Ich denke mal, die Leute wissen selber, welcher Kampfbericht zu euch gehört. Ich habe ja gerade die Leute genannt, die mir was zugesendet haben. Hier haben wir mal direkt 42.000 Tote. Und das hier ist ein richtig heftiger Kampfbericht. Da wurde jemand gedefft, kann man ja unschwer sehen. Und 318.000 Tote auf der gegnerischen Seite. Oh mein Gott. Auch hier ein ganz, ganz guter Angriff, wie ich finde. Der könnte von mir sein hier. 300.000 Macht auf deiner Seite und auf der anderen Seite 3 Millionen Macht verloren. Und hier auch eine richtig geile, ja, Verteidigung, würde ich mal sagen. 41.000 T4 waren das wohlgemerkt. Einfach mal hinüber.
Hier haben wir auch wieder 60.000 Tote und auf seiner Seite nur 25.000 Verletzte. Oh mein Gott, richtig nice. Und der Kampfbericht auch top, top, einfach top. Was soll man dazu sagen? 140.000 Macht nur verloren und 3,8 auf der gegnerischen Seite vernichtet. Und hier haben wir einfach mal 126.000 Tote. Oh mein Gott, Leute. Was soll das denn? Der hat deinstalliert. Und Bloodline Way, dazu muss man nicht viel sagen. Was ist das, Leute? Einfach mal 200.000 glatt wegrasiert. Und hier auch 238.000 Tote. Oh mein Gott, 8 Millionen Macht verloren. Und das mit einem Solo-Angriff. Und hier mit einem Solo-Angriff. Tschüss. Krass, 425.000 Tote. Ich denke mal, das reicht. Jetzt kommen wir mal zu meinen Kampfberichten, Freunde. Da wären wir wieder und wir schauen uns jetzt die Kampfberichte endlich an. Aber jetzt wirklich mal ein bisschen runtergefahren. Wir machen das alles ganz in Ruhe, schön detailliert. Ich habe hier ein paar gespeichert, wirklich jetzt nur interessante. Anfangen werden wir natürlich machen mit dem guten Dämonik Daddy. Den habe ich ja auch im Video gezeigt, beziehungsweise einen Teil davon reingeschnitten. Der so getan hat, als wenn er mich angreifen wollte, nur damit wir beide Punkte kriegen. Was ich immer noch für ein Gerücht halte. Wir sehen hier 50.000 Tote fast auf seiner Seite. Wir werden uns gleich angucken, welche Einheiten bei ihm gestorben sind. Er hat mit 300.000 Truppen angegriffen, also so wie ich auch jetzt hier in dem Video immer. Wir können uns natürlich auch mal anschauen, wie stark der war. Jetzt hat er gerade wieder 88 Millionen Macht. Ein cooles Forschungsausrüstungsset übrigens. Das hätte ich auch gerne. Aber oben links, was für Bautempo drin. Ja, ob das gewollt ist, weiß ich nicht. So, wir schauen uns mal an, was für Einheiten bei ihm gestorben sind. Bei ihm haben wir 12.000 Tote Königsgarde, 8.000 Tote Königskavallerie und nochmal 25.000 Tote Fußsoldaten. Also der hat eigentlich sogar ziemlich schlau angegriffen hier. Seine T1 vorgeschickt, aber trotzdem hat das halt nicht gereicht, weil bei ihm einiges mehr gestorben ist. Hat er trotzdem noch sich hier 20.000 tote T3-Truppen eingefahren und der Rest sind halt dann um die 67.000 verletzte T3-Truppen. Coole Helden hier auf jeden Fall. Den einen linken Held, ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt, hier sogar auf lila, der war auf jeden Fall richtig teuer. Auf jeden Fall ein richtig nicer Kampfbericht. Ich werde jetzt hier nicht die Animation zeigen, das mache ich bei den Truppensammlungen gleich. Wir haben da noch richtig krasse Sachen hier anzuschauen. Ihr seht schon, da oben ist der von CHU, den ich euch nicht gezeigt habe, wo ich dann direkt weitergeschwenkt bin. Das ist auf jeden Fall ein richtig krasser Kampfbericht. Aber wir kommen jetzt hier erstmal zu ATZ. Was haben wir hier Schönes? Den feiere ich besonders, weil ich hier wirklich fast mit einem einzigen Solo-Angriff 200.000 Truppen zerstört habe. Ich bin, wie gesagt, Free-to-Play, ne, ich bin jetzt kein herbe, krasser Spieler, also für mich ist sowas schon richtig krass, also das ist einer meiner besten, muss ich leider fast zugeben. Okay, es sind keine Tote auf der gegnerischen Seite, aber ich meine jetzt vom Machtabzug her, ist das einer meiner besten Solo-Angriffe. Ich habe hier mit einem einzigen Solo-Angriff den Gegner halt 4,6 Millionen Macht abgezogen. Das ist, finde ich, schon nicht schlecht. Wir werden uns hier bei dem gleich auch speziell die Kampfanimation ansehen. Bei mir sind jetzt hier nur T1 gestorben, 8.100 an der Zahl. Bei ihm haben wir halt hier alles gemischt im Prinzip verletzt. Da gibt es nichts Besonderes. Hatte auch noch ziemlich niedrige Helden, wie wir gerade gesehen haben. Schauen uns mal kurz an, wie viel Macht er hat. Ist auch ein etwas kleinerer Spieler mit 24 Millionen Macht. Aber 4 Millionen Kills ist gar nicht mal so schlecht für die Machtzahl. Schauen wir uns mal an, was das hier so ergeben hat. Bin mal gespannt, mit wie viel Moral ich hier rausgegangen bin. Da wir doch schon auf einige Truppen treffen. Ganz normal Infanterie-Phalanx war das, glaube ich. Was der hier am Start hatte. Geht eigentlich ziemlich schnell runter. Seine Moral habe ich jetzt nicht so gedacht. Ich dachte, das würde so am Anfang ziemlich ausgeglichen sein. Aber bin hier immer noch bei über 90% Moral. Aber wie gesagt, ist natürlich auch ein kleinerer Spieler. Aber ich wollte den unbedingt zeigen, weil es halt für mich ein richtig guter Solo-Angriff war. Dass das jetzt nicht unbedingt der oberkrasse Kampfbericht war, ist mir auch bewusst. Aber wie gesagt, wir werden gleich noch
genug krasse Kampfberichte sehen. Keine Angst, Leute. So, das war's auch schon. Der wurde rasiert. War ja auch im Video zu sehen, direkt am Anfang. So, den CHU-Kampf, den zeige ich auf jeden Fall noch nicht. Weil der ist einfach... Ich zeige die Truppensammlung von dem Wunderkampf. Die gehen wir mal ganz detailliert gleich durch. Die zeige ich ganz am Ende. Und davor zeige ich dann den CHU-Kampf. Mit welchem machen wir denn jetzt hier weiter? Ich würde sagen, wir machen mit ROC hier weiter. Auch. Habe ich ja direkt im Video gesagt, den konnt ihr einmal kurz sehen. Den Kampfbericht feiere ich richtig. Okay, man kann sagen, 50.000 Tote sind jetzt nicht unbedingt mega wenig. Aber trotzdem, ihr müsst euch vorstellen, im KVK geht es ja darum, Punkte zu machen. Und wir haben jetzt hier einfach nur 130.000 T3, sag ich mal, verloren. Also die haben jetzt nicht wirklich viele Punkte gemacht und die haben einfach das Neunfache fast. Und wir haben dadurch halt richtig viele Punkte auch als Gilde gemacht, weil einfach 1 Million im Arsch sind. Wir schauen uns jetzt mal an, ob das jetzt zum größten Teil T3 waren oder vielleicht sogar nur T3. Bei mir sind jetzt hier 7000 Königsgarde tot. Was hier so bei meinen Leuten tot ist, ist ja eigentlich uninteressant. Ich kann euch eigentlich 100% sagen, dass das alles T3 ist. Sieht man ja auch. War komplett alles T3. Was haben wir denn hier an Verletzten bei den Gegnern? Wir haben hier nur T3. Hier sind Kataphrakt. 26.000, das ist natürlich T2. Aber ansonsten nur T3. Hier auch nur T3. Boah, glatt 100.000 verletzt. Das sieht nice aus. Auch nur T3. Hier auch. Ja, das sieht doch gut aus. Hier haben wir schön richtig viele T3-Truppen ins Lazarett geschickt. Um genau zu sein, eine Mio T3-Truppe mit einer einzigen Rally. Das war doch sehr schmackhaft. Die schauen wir uns auch an, weil die feiere ich richtig. 2,3 Millionen gegen 1,275 Millionen. Das haut richtig rein. Wobei es jetzt hier schon, es wird ein längerer Kampf. Kann man hier ein bisschen mit der Kamera schwenken. Das sieht irgendwie professionell aus. Nein, Spaß. Wie das alles vermischt ist. 47% Moral jetzt nur noch. Was haben wir eigentlich für Helden geschickt? Also, nee, was hat er für Helden besser gesagt? Das wollte ich fragen. Das kann ja auch mal ganz interessant sein, wenn wir mal so gucken, was die Gegner hier so für Helden haben. Hat den großen Kerl auf grün, ansonsten 4 lila Helden. Okay. Ja, einen grünen Held zu schicken ist zwar der große Kerl, der bringt schon was, aber auf grün ist jetzt nicht so der Burner. Hier habe ich eine ziemlich geile Verteidigung, wie ich finde. Schauen uns mal den Gegner an. Der hat seinen Spielernamen entfernt. War ihn anscheinend ein bisschen peinlich. Kann ich verstehen. Hier sind nämlich 60.000 Tote und das, obwohl er eigentlich die richtige Aufstellung gewählt hatte. Komisch, wie das zustande gekommen ist. Wir können ja mal gucken, hat er nur mit Kavallerie angegriffen? Nee, er hat gemischt angegriffen, aber zum größten Teil halt wirklich mit Kavallerie. Und davon sind einfach mal 56.000 hinüber. Da gucken wir uns jetzt aber nicht die Kampfanimation an, aber trotzdem, das tat weh. Obacke. Da hat der graue Henker sich selber gehängt. Das sind jetzt hier zwei Kampfberichte, wo wir am Ende des Wunderkampfes die andere 5 Milliarden Gilde verjagt haben, sag ich mal. Hier haben wir jetzt einmal ganz glatt einfach 200.000 ins Lazarett geschickt. Sieht ziemlich geil aus, weil es eine glatte, abgezogene Machtanzahl ist. Einfach mal 4,8 Millionen Macht. Aber ist natürlich nichts Besonderes. Und hier haben wir den allerletzten Kampfbericht vom Wunderkampf, wo wir dann noch den, wo der, wie ich schon im Video gesagt habe, mit diesem Kampfbericht hat sich so das Blatt gewendet. Danach ist dann wieder einer von dem Wunderland weggeflogen, weil wir ihn halt, wie gesagt, besiegt haben. Und dann wird man ja automatisch weggeportet. Und dann haben sie es halt aufgegeben. Man kann es, glaube ich, auch im Video sehen. Ich glaube, wir haben 5 Leute verjagt. Das heißt, die haben einfach 5 Verleger schon umsonst benutzt gehabt. Und sowas ist dann natürlich innerhalb dieser kurzen Zeit, das waren irgendwie innerhalb von 20 Minuten, ist das natürlich schon ziemlich ärgerlich und dann hatten die auch keinen Bock mehr.
Wobei man jetzt natürlich sagen muss, 90.000 Tote ist natürlich schon ekelhaft. Aber wir haben nicht mehr in die Sammlung hier gekriegt, da wir das Fest am Besetzen waren. Zeige ich jetzt aber auch die Kampfanimation nicht, sondern wir kommen jetzt wirklich zu dem Kampfbericht, wo ich mich schon die ganze Zeit freue, euch den zu zeigen. Wir haben einfach mal einen kompletten Chinesen destroyed. Und zwar den kann ich nicht aussprechen, will ich auch nicht aussprechen. Haben wir einfach mal 300.000 Tote gedrückt, meine Freunde. Ich zeig mal kurz, wie stark der ist. 74 Millionen Macht. Natürlich ein viel krasseres Angriffsset als ich. Aber egal, es hat ordentlich gescheppert. Und ja, was soll ich dazu sagen? 300.000 Tote. Klar, auf unserer Seite auch nicht gerade wenig, aber nicht mal die Hälfte. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und es waren Chinesen, Leute. Das freut einfach immer doppelt. Wir gehen mal runter und gucken, was da so bei den Toten dabei ist. Hier haben wir mal eben 281.000 tote Heckenschützen. Oh Mann. Oh, der hat zwei Pay-Helden. Den einen lila, den anderen gold, den großen Kerl. Und ja, der muss diese 281.000 Tote selber stemmen. Und dann hat er auch noch 16.000, also er hat 300.000 Tote im Prinzip. Und nochmal 290.000 im Lazarett. Das war nicht sein Tag. Ansonsten haben wir nichts Wildes. Haben ihn halt ein paar Leute gedefft, aber oh mein Gott, der muss das wirklich alles alleine stemmen, ey. Wir sind danach natürlich nochmal auf ihn drauf gegangen, weil ihr könnt ja hier sehen, der hat noch 321.000 Königsgarde übrig, noch 140.000 Königskavallerie und noch 171.000 Feuerbliden. Nur leider hat er geschildert. Stellt euch mal dann diesen Kampfbericht vor. Das wären dann nochmal 650.000 Tote. Boah, das wäre einfach ein Traum gewesen. Dann hätte der, glaube ich, Schluss gemacht mit Lords Mobile. Aber leider hat er dann geschildert. Vielleicht war der auch schon direkt am Anfang online und hat sich wirklich gedacht, er kann die Rallye deffen, weil ich ein bisschen schwächer bin als er. Und er ja wirklich ein gutes Angriffsset hat, das muss man ja wirklich mal sagen. Wir schauen uns auf jeden Fall hier den Kampfbericht an. Das wäre so schön gewesen, wenn ich euch da diese 650.000 Tote zeigen könnte. Aber leider war dann das Schild drinne. Das ist jetzt hier schon zu Anfang zumindest ein bisschen ausgeglichener. Wir sind jetzt hier gleich auch schon direkt unter 90% Moral. Aber jetzt fliegt es natürlich bei ihm runter. Jetzt ist er nur noch bei 50. Jetzt 40. Ja, jetzt läuft die Sache. Aber er hat uns, ja, wie man auch am Kampfbericht sehen kann, auch ordentlich zugesetzt. Aber das war uns einfach egal. 300.000 Tote bei einem einzigen Spieler. Hat man auch nicht alle Tage das Glück, dass man einen trifft, der dann kein Schild macht, sondern wirklich versucht zu deffen. Ja, jetzt sind wir auch schon bei den Kampfberichten von dem Wunder. Und die werden wir uns natürlich ganz detailliert und langsam angucken. Zu einem haben wir hier, wer hat das Wunder besetzt gehabt? Ein 187 Millionen Typ. Mit dem Kampfset können wir natürlich noch nicht mithalten. Auch wenn Bozak ein gutes Kampfset hat. Ich weiß gar nicht, ob er das momentan noch drin hat. Wahrscheinlich nicht. War doch. Ist natürlich auch ein richtig geiles Kampfset hier. Pesthauchring. Dann die Angsttrommeln für Kavallerie auf Gold. Ist nicht schlecht, ey. Echt nice. Zumindest tausendmal besser als meins. Aber das hier ist natürlich auch nochmal ein kleines Stückchen besser. Er hat auch alle drei Pesthauchringe auf Blau und dann sogar die Winterhandschuhe auf Lila, das Eisdrachenschwert auf Lila. Das ist schon nicht schlecht hier. Das ist schon ein heftiges Angriffsset. Und die erste Rallye, ja, ihr seht es ja selber. Für euch als Zuschauer wahrscheinlich ein richtig geiler Kampfbericht. Ordentlich Tote auf beiden Seiten, was will man mehr? Aber für uns, ja, wir mussten schon einmal kurz schlucken, ne? Das war schon. Ein bisschen weniger Tote wäre da nett gewesen. Schauen wir uns mal an, was so bei uns gestorben ist. Beim Bozak sind 8000 Kavallerie, also Königsgarde, gestorben. Hier sind auch hauptsächlich sowieso nur Königsgarde gestorben. Danke nochmal an jeden von euch hier. Ihr seht euch ja jetzt gerade hier in dem Video, der mitgemacht hat. Und guckt mal hier, meine Armee, ich habe einfach mal 43.000 Tote. Ich habe richtig meinen Kopf hingehalten. Warum habe ich so viel Kavallerie geschickt, ich Vollidiot? Oh Mann, ey.
Das sehe ich ja gerade jetzt erst. Im Video war mir das gar nicht so bewusst, dass ich da so viel verloren habe, weil ich mir die Kampfberichte auch jetzt zum ersten Mal wirklich detailliert angucke. Aber 43.000 Tote, mein lieber Scholli. Autsch, autsch, autsch. Borgul, ich glaube, ich habe am meisten verloren, oder? Gucken wir uns das mal eben an. Ich bin echt der einzige Depp, der hier mit fast Full Cavalry reingegangen ist. Yo, ich bin hier von meinen Leuten mit den meisten Verlusten. Ja, das ist aber eigentlich doch, das ist doch eines Leaders würdig, oder? Ich habe meinen Kopf für meine Leute hingehalten, habe die ganzen Tote fast selber zu... Naja, das ist ein bisschen übertrieben, aber trotzdem. Meine Fresse hier. Da habe ich richtig auf den Sack gekriegt. Egal, war fürs Video, war für das Fest. Hat sich gelohnt. Hier haben wir erstmal überhaupt gar nichts. Die T4, 250.000 T4 waren da halt mit drin. Sind komplett unberührt. Beginnt erst hier unten. Da haben wir ein bisschen tote Königsgarde. Ja, das sieht jetzt erstmal so aus, als hätten die gar nichts verloren. Aber das kommt natürlich dann jetzt gleich. So, hier haben wir schon wieder ein paar Tote. Der hat ordentlich Königsgarde verloren. Also alle, die jetzt hier Königsgarde bei denen geschickt haben, haben richtig verkackt. Die anderen sind da richtig brenzlicht. Oh, er hier hat fast 70.000 Tote alleine. Er ist ja noch schlimmer als ich. Auch nochmal 35 Tote. Also, das ist echt schon hart. Hier schauen wir uns definitiv auch die Kampfanimation an. Das ist ja jetzt... Müsste jetzt eine neue Hintergrund sein. Ja, genau. Hier von diesen Wundern immer der Hintergrund. Der hat sogar den Watcher als Held. Hier mit ins Wunder geschickt zum Deffen. Muss ich gleich mal gucken, auf welche Stufe der hat. Das interessiert mich jetzt. Habe ich gerade nicht gesehen. Guck mal, das ist richtig ausgeglichen hier. Wir sind jetzt gerade bei 50% Moral, die bei 58 gewesen. Jetzt sind wir bei 40, die bei 51, also das ist richtig schön ausgeglichen. Ich bin mal gespannt, wie das gleich beim zweiten Kampfbericht aussieht. Das ist ja quasi derselbe Kampfbericht, nur dann mit vertauschten Rollen. Ja, zum Schluss hatten die jetzt hier noch 29 Moral. Aber wie gesagt, die hatten halt ordentlich T4 in der Rallye und wir nicht so wirklich. Das macht natürlich auch schon einen kleinen Unterschied. Ich wollte noch mal gucken, mit was für Helden der kam, ganz genau. Oder mit was für Helden er defft. Wir kamen ja. Er hat den Beobachter oder Watcher in Englischen auf Blau. Das ist schon nicht übel. Ich brauche, glaube ich, noch ein Höllen-Event. Dann habe ich den auf Grün. Damit bin ich schon zufrieden. Ja, und jetzt sind wir hier beim zweiten Kampfbericht. Kavallerie-Reihe auf Fernkampf. Eigentlich richtig kacke gelaufen für uns. Aber trotzdem haben wir den zum Glück noch gewonnen. Wären wir hier wieder mit Infra hier draufgegangen, dann hätte das richtig schön gescheppert. Naja, aber was wollt ihr machen, ne? So ist das nun mal. Man kann nie wissen, welche Reihe der drin hat. Und deswegen sieht das dann leider so aus. Insgesamt haben wir, um das Fest dann einzunehmen, also knapp über 500.000 tote T3-Truppen. Hier geht jetzt wieder als erstes Königskavallerie drauf. Mal gucken, diesmal bin ich auf jeden Fall nicht der, der am meisten verloren hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe jetzt hier insgesamt bei dem Kampfbericht nochmal 13.000 Tote. Ja, Borgul, du bist schon wieder weiter vorne. Mr. Bam, auch 24.000 Tote. Ich hatte ja eh nicht mehr viele Truppen. Kann ja auch gar nicht sein, dass da vor mir wieder am meisten sterben. Auf was ich jetzt richtig gespannt bin, ist, ob wir es geschafft haben, den T4 kaputt zu machen. Immer noch dieselbe Aufstellung. Yo, wir haben den 17.000 T4 zum Heilen ins Lazar geschickt. Ist jetzt nicht so viel, aber trotzdem. T4 kann man wirklich überhaupt nicht mit T3 vergleichen. Das ist einfach enorm viel teurer. Und dann hat er auch nochmal 12.000 tote T4. Ja, ich muss zugeben, haut mich jetzt nicht vom Hocker, aber ist schon ganz nice. 36.000 tote Heckenschützen hier. Heckenschützen gehen, sind hier jetzt richtig drauf gegangen. Boah, wäre das bitter gewesen, wenn wir den Kampfbericht auch noch verloren hätten. Ich frage mich echt, wie wir das gewonnen haben, obwohl wir die falsche Aufstellung hatten. Ja, okay, wir haben 500.000 Truppen mehr. Das ist natürlich schon ein krasser Unterschied, aber trotzdem. Der hat ein viel besseres Ausrüstungsset und hat zusätzlich noch T4 drin gehabt. Und die hatten die uns gegenüber bessere Aufstellung.
Wenn ich das alles betrachte, dann ist der Kampfbericht eigentlich sogar richtig krass. Naja. Ach, die Animation. Wir haben ja Zeit, Leute. Alles ganz gechillt. Die schauen wir uns natürlich auch noch an. Und dann kommen wir langsam zu den Statistiken, Leute. Ihr seid ja sicherlich gespannt, wie viele Punkte wir am Ende geholt haben und ob wir den KVK gewonnen haben oder nicht. Welche Gilden richtig gut waren und so weiter und so fort. Das schauen wir uns natürlich alles an. Wir werden uns auch die Weltranglisten anschauen. Alles ganz gechillt. Action hattet ihr jetzt, glaube ich, 1,5 Stunden genug in dem Video. Ey Leute, das nehme ich jetzt hier gerade natürlich, nachdem ich das alles geschnitten habe, auf. Zumindest schon mal die ersten Teile. Und ich saß ungelogen jetzt 2,5 Tage daran. Kein Spaß, Leute. Natürlich habe ich nicht den ganzen Tag dran gesessen, aber unzählige Stunden. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Erstmal musste ich natürlich die ganzen 6 Stunden Videomaterial angucken. Dann habe ich natürlich mir Notizen dazu gemacht, wo ich was rausschneide, wann ich was beschleunige, was da drin so vorkommt, damit ich so ein bisschen Überblick habe, wenn ich das dann später kommentiere. Also war schon nicht ohne. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich jetzt hier einfach mal ein bisschen gechillt mit euch labern kann, Kampfberichte angucken kann und jetzt Statistiken angucken kann. Da muss ich nicht viel schneiden, da muss ich nicht viel beschleunigen, da mache ich gar nichts, einfach schön gechillt labern. Und ihr seht es auch hier schon, wir haben diesen Dreierkampf gewonnen gegen das Königreich 10 und gegen das Königreich 12. Mit was fangen wir an? Ja, wir gehen jetzt hier erstmal auf die Ranglisten. Dann fangen wir, denke ich mal, damit an, wie viele Punkte unsere Spieler so geholt haben. Ich habe es ja schon am Anfang angekündigt, ich habe einfach keine Gegner gefunden. Das war einer meiner schlechtesten KVK-Leistungen, obwohl ich noch nie im KVK so lange on war wie hier. Also ich war morgens von 7 bis 11 Uhr unterwegs, dann war ich nachmittags einmal kurz und dann nochmal abends bei dem Wunderkampf bestimmt von, boah, lass mich nicht lügen, 10:30 bis 1 Uhr nachts. Und das alles zusammen hat einfach mal 7 Millionen Punkte gebracht. Weil wir einfach, unsere Gegner waren so ekelhaft. Da echt mega Respekt an Bozak, Bloodlineway, Shinny, Sammy, Nap on Tilt, Vendetta, Cormight. Ey, richtig krass, wie viele Punkte ihr geholt habt. Respekt. Borgul, R300, R-Golf, Riddick, Lodge, Hisham, Drinking Bull. Ich kann sie nicht alle aufzählen. Ferrer, Grouping, Hobbity, Mr. Bam, 20 werde ich jetzt aufzählen. Ammonier, Terror, Black Mamba. Vielen Dank an alle. Ich werde auch hier alle nochmal zeigen. Natürlich werde ich jetzt nicht alle aufzählen, aber richtig Respekt, wie viele Punkte ihr geholt habt. Das war eine richtig geile Gildenleistung. Ich bin mega stolz darauf. Ich werde euch gleich auch nochmal sagen, warum. Der beste Solo-Spieler hier kam von KOM. Mit 140 Millionen Punkten. Mein lieber Scholli. Das merken wir uns mal. Wir werden mal gleich bei der Weltrangliste gucken, auf welchem Platz der damit gelandet ist. Gildenranking. Die beste Gilde ist G.C. Great China Empire. Die kommen aus dem Toten Königreich. Ey, das war wirklich so tot, Leute. So ekelhaft. Wenn ihr gegen K12 mal irgendwann antretet, macht euch einfach ein Schild rein, macht das Solo-Event durchsammeln. Es macht echt keinen Spaß, gegen die ein KVK zu führen. Boah, ist das ein ekelhaftes Königreich. Ey, sorry, Leute. Mann, ey, 90% chillt, keine Hives, keiner hat Truppen. Boah, ich hätte mich am liebsten selber angegriffen, damit ich damit Punkte machen kann. So, wir haben insgesamt 180 Millionen Punkte, kann man aufgerundet sagen, geholt. Das finde ich echt stark, weil ihr müsst mal gucken, was hier so für Gilden vor uns sind. So koreanische Gilden mit 8 Milliarden Macht. Hier haben wir einmal 4 Milliarden Macht. Also wirklich richtig krasse Gilden hier. Ja, das habe ich schon gezeigt. Hier nochmal 10 Milliarden Macht. Also es sind wirklich richtig krasse Gilden vor uns. Und wenn man so hinter uns guckt, sind trotzdem chinesische Gilden mit 3,6 Milliarden Macht. Also wir haben uns hier echt... Mit unserer Stärke, mit 2,6 Milliarden Macht, sind wir echt schon ziemlich gut dabei. Wir sind in die Top 10 gekommen. Das gab dann nochmal eine Sonderbelohnung. Man hat einige Kisten gekriegt. Jeder aus der Gilde hat 700 Kristalle gekriegt. Und so weiter und so fort. Also ich bin auf jeden Fall mega zufrieden. Denn ihr müsst euch ja vorstellen, die Leute, die den Kanal verfolgen, die wissen ja, unsere Gilde jetzt quasi so, wie sie jetzt ist. Killing Spree gibt es natürlich schon länger. Aber wir hatten ja einen Neuanfang.
und dass wir direkt mit unserem ersten KVK direkt wieder so ein geiles Ergebnis holen. Das ist ja quasi unser erster KVK nach seit dem Neubeginn. Das ist auf jeden Fall schon nicht schlecht. Das werden wir natürlich zu steigern wissen beim nächsten Mal, aber ich bin mehr als zufrieden mit diesen 180 Millionen Punkten. Platz 10, jeder hat nochmal eine Sonderbelohnung gekriegt. Da bin ich echt stolz drauf. So, und ja, die Statistik ist jetzt hier nicht so spannend. Man sieht einfach, dass wir den KVK gewonnen haben. Zweiter wurde das Königreich 10. Und wer hätte es gedacht? Platz 3 war natürlich das tote Königreich 12. Dafür hätte ich die Statistik gar nicht gebraucht. Das hätte ich euch schon vorher sagen können. So, jetzt kommen wir mal zur Weltrangliste. Wir haben hier auf dem Solo-Ranking von KFK 290 Millionen Punkte. Heilige Scheiße, Mann. Was geht bei dem ab? Oh, der hat auch schon bald die 1 Milliarde Kills geknackt. Hat hier von diesem komischen Engel, den es neu gibt, dieses Accessoire zweimal. Nicht schlecht. Dann haben wir hier 247 Millionen Punkte von einem von GZT. Wir gucken mal, wo der von KOM gelandet ist mit seinen 140 Millionen Punkten. Der ist nämlich hier, wo ist er? Auf Platz 53 damit gelandet. Ist eigentlich Bren Chong hier irgendwo in der Liste? Wir gucken mal, wir suchen jetzt mal hier nach A2Z-Mitgliedern. Würde mich mal interessieren, ob der hier auch in der Liste ist oder ob der einfach KVK gechillt hat. Weil es heißt gechillt oder zumindest hier halt nicht in die Liste gekommen ist. Also ich sehe gerade gar nichts von A2Z, bin ich blind. Da war einer von, oh jetzt, New Power ist auch immer am Start, ne? Das ist ein Gauner. Boah, der ein geiles Angriffsset. Schenk mir das doch mal. Meine Fresse, ich will das auch haben. Heftig. Was ich auf jeden Fall für ein Video machen werde, demnächst, sind, ich will die 10 besten Spieler raussuchen. Ich gucke mir halt die Top 100 Spielerrangliste an und suche die 10 besten Spieler raus mit der meisten zerstörten Macht. Platz 1 kann ich jetzt schon mal verraten, ist nicht New Power, auch wenn er die meisten Kills hat. Er ist auch nicht Platz 2. Ich habe da nämlich schon ein bisschen recherchiert. Ey, A2Z hat echt nicht so rasiert, ne? Ich habe da nämlich schon ein bisschen recherchiert. So, kommen wir zum Gilden-Ranking. Gilden-Ranking, die kenne ich hier überhaupt gar nicht. Aus Königreich 80. 15 Milliarden Macht. Ne, beziehungsweise... Wir haben hier... Ja doch, es ist Königreich 80. Aber 28 Milliarden Macht. Ich habe mich verklickt. Ihr kennt ja dies, das. Die Wurstfinger sind wieder am Start. 28,8 Millionen Macht. Was steht denn hier so Schönes auf deren Diplo? Motrix zu spielen ist der Mann aufstehen und kämpfen, K80 mehr als 400 Millionen Spieler zu rekrutieren, haben Teamgeist, tauchen, Interferenz verurteilt. Boah, ich liebe diesen Übersetzer, Leute, das gönnen wir uns doch jetzt. Außenpolitik, Apple Q, hast du nicht gesehen, guckt euch die, mehr als 400 Millionen Spieler zu rekrutieren, haben Teamgeist, tauchen, Interferenz verurteilt. Geil, Mann. Das sagt uns doch jetzt einiges. Der Übersetzer, der läuft doch. So, was haben wir denn hier auf Platz 2? Da sind wir jetzt, K56. GZT Godzilla Tail. Boah, die sind immer krass am Start. Wo ist denn jetzt hier A2Z? Ich bin richtig enttäuscht von denen. Die müssen doch auch mal ein bisschen mehr was reißen hier bei ihrer Macht. Auf Platz 23. Leute, was ist denn los? Ihr habt 40 Milliarden Macht. Macht doch mal was damit. Bren Chong. Was hat Bren Chong eigentlich für eine zerstörte Macht? 29 Milliarden Macht hat er zerstört. Wir vergleichen das mal eben mit New Power. Interessiert mich gerade irgendwie. Muss ich mal kurz hier rausgehen. Finde ich den nämlich schneller, wenn ich einfach hier auf Rangliste gehe. Wo ist er, der Herbert hier? Wo ist Herbert? Da ist Herbert. Wie viel zerstörte Macht hast du? Nur 22 Milliarden. Da kann man schon sehen, ne? Da hat schon allein der Bren Chong 7 Milliarden mehr. Obwohl der ja nicht mal die Hälfte der Kills hat. Schon eigentlich eine krasse Sache. Der Bren Chong killt halt größtenteils T4. Mit Rallies und so weiter. Das gibt natürlich ordentlich zerstörte Macht. Gilden-Ranking, schauen wir noch mal kurz ein bisschen weiter. Ich will nämlich auch noch mir... M44 ist auf Platz 16.
Boah, diese Gilde gibt's auch schon ewig. Da war mal der, bevor Bren Chong da war, war hier mal der stärkste Spieler drin. In dieser Gilde. Das ist aber schon bestimmt ein halbes Jahr her. Der war lange Zeit mit Abstand der stärkste Spieler dieser von Aeros. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Müsste ich eines meiner alten Videos angucken, dann könnte ich euch das sagen. Die Zeit vor Bren Chong. So eine kleine Epoche. Wir sind auf Platz 13 von allen Königreichen. Wie viele haben denn hier mittlerweile teilgenommen an so einem KVK? 79 Königreiche nehmen da mittlerweile teil. Platz 1 wurde 67, also Königreich 67. Platz 2 Königreich 79. Platz 3 Königreich 81 und Platz 4 64. Krass, die 60er sind echt gut am Start. Alles nur neue Königreiche, wenn man sich das mal so anguckt, ne? Hier auf Platz 14 kommt so das erste ältere Königreich. Mal gucken, auf welchen Plätzen unsere Gegner so sind. Königreich 10 ist jetzt hier nur auf Platz 34. Wo ist Königreich 12? Königreich 12 ist wahrscheinlich gar nicht auf der Liste, so schlecht wie die waren, meine Fresse. Das ist auch Platz 58 hier. Ja, ganz geil. Was ich jetzt auch noch mache, fällt mir gerade einfach, mache ich einfach jetzt mal spontan. Wollte ich eigentlich nicht, aber ich mache jetzt einfach mal ein Kistenhoping noch am Ende hier. Wir haben zwar schon eins hier in dem 1000 Abonnenten Special zusammen gemacht. Wie gesagt, am Ende jetzt hier erstmal ein etwas ruhigeres Video gehabt. Oder etwas ruhigeren Teil dieses Videos. Wir hatten ja jetzt mehrere Stunden genug Action. Und jetzt machen wir noch ein finales Kistenopening. Und dann habt ihr es geschafft. Leute, dann seid ihr mich los. Das war dann genug zum 1000 Abonnenten Special. Ich werde zum Schluss vielleicht noch ein paar Takte sagen. Aber jetzt ziehen wir uns hier erstmal ein paar Kisten rein. Ihr habt schon gesehen, ich habe da wieder einiges angespart. Hier die ganzen Heldenkisten, die ballern wir jetzt mal eben schnell durch. Da kennen wir nichts. Ja, das ist jetzt hier nicht so krass. Hauen wir auch eben schnell weg hier. Dann die epische noch eben schnell weghauen. Jetzt haben wir hier noch so eine Unfuchskiste. Forschungsspeed ab 60 Minuten. Haut mich jetzt auch nicht um. Jetzt 7 legendäre Heldentruhen. Na, nicht ein einzige Medaille dabei. Ihr geizigen Gauner, ey. Was haben wir hier für seltene Materialien? Ich brauche immer noch Platin. Haben wir hier zweimal gewöhnliches. Jetzt komm, ein episches Platin. Sei mir jetzt mal gegönnt, oder Leute? Jetzt hier zum Abschluss des KVK-Specials. Mann, ey. Beziehungsweise 1000 Abonnenten-Specials. Aber naja, wenigstens ein grünes Platin. Mit was fangen wir hier an? Die Schneebestientruhen und die Gargantua-Truhen machen wir zum Schluss auf. Weil da habe ich natürlich Hoffnung, was Seltenes zu kriegen. Gerade Gargantua, da kann ich dann den Gargantua-Gürtel schmieden. Oder bei den Schneebestien, da hoffe ich natürlich auf ein paar geile Glocken. Damit, das hat jetzt sich komisch angehört, ne? Aber egal, das schneide ich raus, nein Spaß. Da hoffe ich natürlich auf diese Schneeglocken, damit ich da die Winterhandschuhe schmieden kann. Wir fangen mal mit den blöden Madentruhen hier an, die jucken mich nicht. Ist auch kein seltenes Teil dabei gewesen. Dann machen wir weiter mit Höllenherzog, auch kein seltenes Teil, das ist gut, das ist sehr gut. Die seltenen Teile spart sich das Spiel jetzt hier gleich noch auf für die Gargantua-Truhen und die Schneebestientruhen. Sensenmann-Truhe, auch kein seltenes Teil, auch noch sehr gut. Jetzt Eisdrachen-Truhe, das einzige, was ich wirklich von den Eisdrachen-Set schmieden würde, wäre das Eisdrachenschwert. Was haben wir hier? Haben wir zum Glück nichts drin gehabt. So Leute, jetzt kommen die seltenen Teile, ich hab's im Gefühl. Ich mache als erstes die Gargantua-Truhen auf. Mist, Mann! Warum nicht ein einziges? Ey, ich hau dich. Ich mach dich kaputt, Lordsmoba, ich schwör's dir. Gib mir jetzt ein paar Glocken. Ey, Leute. Es ist ein trauriger Tag. Was soll ich euch sagen? Nein, Spaß. Juckt mich nicht. Ich bin einfach froh, dass ich dieses Video für euch gemacht habe. Es war zwar eine Menge Arbeit, aber somit konnte ich euch ein bisschen was zurückgeben. Ich denke, niemand von euch wird jetzt behaupten, dass mir der Kanal nicht am Herzen liegt. Ich hoffe, euch gefällt dieses Special. Es ist ja einiges drin, im Prinzip für jeden was mit dabei. Wir hatten Labyrinth drin, wir hatten Kisten-Openings, wir hatten Angriffe auf Hives, wir hatten Wunderkampf, wir haben uns ein paar Kampfberichte angeguckt, wir haben Level 4 Monster gekillt.
Wir haben über Gott und die Welt geredet zwischendurch. Es war auf jeden Fall, wie ich finde, ein sehr gelungenes Special. Ein Special, was mir mega viel Laune gemacht hat. Ich bin schon auf eure Resonanz, auf dieses 1000 Abonnenten Special wirklich mega gespannt. Und ja, ich wende mich jetzt, wie am Anfang, denke ich, nochmal mit ein paar persönlichen Worten an euch. Also ihr müsst jetzt wahrscheinlich nochmal eine Minute meine Fresse ertragen, aber ansonsten habt ihr es für hier geschafft, Leute. Ja, Leute. Jetzt habt ihr es geschafft, das 1000 Abonnenten Special habt ihr euch wahrscheinlich zum größten Teil angesehen oder ihr habt vorgespult und dann könnt ihr euch die anderen Teile ja noch über die Tage hinweg anschauen. Ich will jetzt hier den Abspann sozusagen nochmal dazu nutzen, um einige Worte an euch zu richten, da mir das natürlich jetzt hier bei so einem besonderen Special wichtig ist. Es ist ja quasi nicht nur ein 1000 Abonnenten Special, sondern ich betreibe Lords Mobile Videos jetzt auch schon fast genau ein Jahr. Ich glaube, es fehlen noch 2 Wochen, dann ist es soweit. Es ist eine verdammt lange Zeit. Wie gesagt, ich habe immer eine Menge Spaß mit euch. Ich beantworte so gut es geht euch auch wirklich jeden Kommentar auf YouTube. Das müsst ihr euch auch mal geben. Sucht mal ein paar aktive YouTuber raus, die wirklich mehrere Videos die Woche bringen und trotzdem jeden Kommentar selber noch beantworten. Und das, obwohl jetzt mittlerweile 1000 Abonnenten natürlich schon keine geringe Zahl ist, will ich es ja mal so sagen. Keine Angst, ich bin gleich weg. Ich habe nur noch ein paar wenige Worte. Das ist jetzt hier auch, ich habe mir keine Notizen gemacht. Ihr seht, ich sehe einfach in die Kamera, ich lese nichts ab oder so. Ich will mich wirklich bei jedem Einzelnen von euch bedanken. Ich hoffe, ihr habt noch länger Spaß hier am Kanal, Spaß, euch die Videos anzugucken. Wie, vielleicht geht ja mein Traum bald in Erfüllung, dass ich Livestreams aufmachen kann, damit wir ein bisschen, ja, persönlicher interagieren kann, will ich es mal nennen. Wer weiß, ich bin da auf jeden Fall schon am Sparen. Nur so ein PC ist natürlich nicht billig. Aber das sind auch alles, wie gesagt, jetzt keine Sachen, die hier hingehören. Ich will noch einmal sagen, vielen Dank, dass ihr so lange und ja so stark diesen Kanal verfolgt. Und ich hoffe, das bleibt auch in Zukunft so, dass ich euch mit den Videos ein bisschen Spaß bringen kann. Vielleicht was anderes zum Anschauen, ein bisschen abschalten von Alltag, einfach mal sich so ein Lords Mobile Video angucken und dabei selber ein bisschen zocken. Ich finde das vor allem richtig cool an unserer Community, dass wir halt nicht nur, jetzt nichts gegen die kleinen Kinder, aber dass wir halt nicht nur aus Kindern bestehen, so wie es normalerweise halt bei Gaming-Bereich bei YouTube ist, sondern dass wirklich das Durchschnittsalter hier der Abonnenten auf diesem Kanal so zwischen 23 und 32 Jahre liegt. Das finde ich wirklich cool. Vielen Dank nochmal an jeden von euch, ich habe es jetzt schon so oft gesagt. Das war auf jeden Fall das 1000 Abonnenten-Special. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Jetzt hört ihr zum ersten Mal die Verabschiedung, die ihr auch sonst immer hört, hier live. Haut da rein, Freunde.